Es ist der 14. Januar im Jahre 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Ja, auch in diesem neuen Jahr sind wir wieder da mit unserem Sendegarten-Quartett. Oder man sendet es vielleicht, wenn es um vier Dinge geht, wahrscheinlich besser Kleeblatt. Obwohl heute unser Kleeblatt nicht ganz vollständig ist. Die Claudia ist nicht da oder noch nicht da. Wir hoffen, dass sie noch dazu ist. Aber es sind dabei der Sebastian und der Lars. Und ich sage ganz herzlich guten Abend und herzlich willkommen, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und herzlich willkommen, lieber Lars. Frohes neues Jahr. Er hat's gemacht. Sehr gut. Warum wir lachen, klären wir gleich. Ich begrüße aber erstmal unseren Gast auf der Gartenbank, den Thomas. Guten Abend, Thomas. Hey, hallo. Oder möchtest du lieber Tom genannt werden, wie dein Nickname das hergibt? Das kommt nur darauf an, wie du das meinst. Also wenn du es freundlich meinst, kannst du mich beliebig nennen. Ach so, ist das so wie war das noch beim Holger Klein? Denn er wird immer Holgi genannt, außer wenn es ernst wird und die Leute Holger sagen, dann zuckt er schon zusammen oder so. Was ist das so? So ungefähr. Ja, also Tom ist okay. Ja. Tom ist okay. Ich möchte dich so ansprechen, dass es dir angenehm ist. Ich will nur ein paar Superlative noch übrig halten. Das passt. Ein paar Superlative? Ja, wir haben doch vor, Superlative zu besprechen heute Abend. Aber selbstverständlich. Aber was ist jetzt die Normalform zu, also es geht Thomas, dann Tom und dann T? Dann war es das schon. Wie steigert man das? Mr. T? Mr. T. Auch nicht schlecht. T steht für Ton zum Beispiel, ja. So wie im Sendezentrum. Mr. Ton, ja. Nicht schlecht, da gibst du schon einen Hinweis, worüber wir reden können. Natürlich reden wir darüber. Du hast, vielleicht nehmen wir das vorweg, du hast beim RC3, beim Sendezentrum, hast du im Maschinenraum gesessen. In der letzten Ausgabe hatten wir ja den Sascha zu Gast, der auch darüber berichtet hat. Da haben wir ja quasi von vor Ort, in Anführungszeichen, keiner von uns war da, aber wir waren alle virtuell vor Ort, hat er ja erzählt. Und du bist im Prinzip an derselben Stelle gesessen, vielleicht sogar noch mehr am Stamm an dem, was eigentlich technisch da getan wurde. Und vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen nahe bringen, wie das da eigentlich alles passiert ist. Und vor allen Dingen wollen wir dir huldigen und dir danken, dass du das alles gemacht hast. Aber vorher müssen wir noch eben aufklären, warum wir gerade so gelacht haben, als der Lars ein schönes, gutes neues Jahr gewünscht hat, was wir natürlich an der Stelle auch tun, weil wir vorher kurz überlegt haben, ob das am 14. Januar überhaupt noch in Ordnung ist oder ob das Jahr schon zu alt ist, um das zu tun. Da gingen die Meinungen auseinander. Aber das Bauchgefühl von Lars hat offenbar dazu animiert, es doch zu tun. Warum, Lars? Weil mir einfach danach war, einen blöden Witz zu machen. Sehr gut. Sehr gut. Die Stimmung ist gut. Wie seid ihr denn sonst so ins neue Jahr gekommen, Lars? Wie war denn dieses böllerlose Silvester für dich? Also ich war Silvester sowas von müde, dass ich um 11:55 das Licht ausgemacht habe und gesagt habe, ich schlafe jetzt. Und ich habe um 0 Uhr tatsächlich schon geschlafen. Also ich hatte mir zwar noch die Ohren verkorkt für den Fall, dass doch irgendwie draußen noch dummes Zeug passiert, aber ich habe dann einfach durchgeschlafen. Das ist war ruhig, sehr schön. Ich bin ja sowieso kein Freund der Böllerei. Also lief in meinem Sinne. Super. Ich habe auch nichts vermisst. Und ich bin überrascht, wie diszipliniert die Menschen gewesen sind. Natürlich hat der eine oder andere eine Rakete gezogen und knallte auch hier und da mal. Aber die große Masse der Menschen hat offenbar nicht geböllert. Und das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass die Menschen sich das wirklich zu Herzen nehmen und sagen, ja, dann lassen wir das. Oder aber einfach, weil es im Supermarkt nicht verkauft wurde. Das wäre ja auch möglich. Wie war es bei dir, Sebastian? Achso, Entschuldigung. Erzähl mal. Also ich hatte den Eindruck, wenn wir was gehört haben, dann mehr von sehr lauten Böllern weiter weg, so von der Akustik. Mhm. Also ich glaube, insgesamt in der Masse viel weniger, aber die meinten, sie müssen noch, haben sich halt von irgendwo vielleicht irgendwas geholt ohne irgendein Zertifikat oder so.
Das war zumindest irgendwie so mein Eindruck, nachdem, wie es denn klang, wenn es klang. Ja, ihr habt doch die niederländische Grenze oder so nah bei. War das in den Niederlanden auch untersagt oder konnte man da? Nee, die haben schon sehr früh, glaube ich, ein komplettes Verbot ausgesprochen. Und ich meine, es durfte auch dort nicht verkauft werden. Aber die was haben wollen, es gibt immer so ein paar Quellen unter der Theke. Da sind auch welche ausgehoben worden. Ja, ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass der ein oder andere Böller dann doch ein bisschen mehr Wumms hatte und eigentlich nicht legal war. Die wenigen, die man hörte, Wumm, die haben richtig zugeschlagen. Was aber auch auffiel, ist, dass etwas weniger Dreck und Rauch in der Luft war. Es war trotzdem noch ein, ziemlich viel. Also hätte gern null sein dürfen, aber daran hat man, an dem Rauch und an dem tollen Duft hat man dann schon gemerkt, dass da noch eine ganze Menge Leute geböllert haben. Ich war am 1. Januar, Neujahrstag, war ich vormittags unterwegs mit dem Auto und bin über saubere Straßen gefahren. Also das habe ich echt in meinem Leben noch nie erlebt. Also am Neujahrstag wirklich über saubere Straßen zu fahren. Also sonst war immer überall diese Pappe, diese Matschepappe und überall. Und also das war, da habe ich echt gedacht, oh, guck mal, das könnte gerne so bleiben. Also ich bin nicht mehr 16 oder 14, habe das alles hinter mir. Habe mich damals natürlich auch gefreut, irgendwie so rumzuzündeln. Das war schon toll. Und ich kann schon verstehen, dass das den Menschen heute, den jungen Menschen auch noch Spaß macht. Aber mir selber jetzt hier fehlt überhaupt nichts, wenn das nicht wäre. Also schon toll. Ich hoffe, dass es eine Übung ist fürs nächste Silvester, dass man eigentlich gar nicht so viel Böllern braucht, dass die Leute sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, oder das Gegenteil, ne? Nach dem Motto, letztes Jahr durften wir nicht und jetzt machen wir doppelt so viel. Doppelt, genau. Oh, wei. Ja, und wie immer ist das nicht ausschließlich. Ich glaube, du wirst beide Menschentypen finden. Die, die richtig einen drauf machen und die, die sagen, ach, für das Geld hätten wir auch X und Y machen können. Ja. Ich finde das ja schön, also wenn hier Kirmes ist, also hier Rummelplatz, ne, dann ist, ich weiß nicht, das ist nicht überall so, aber hier ist es so, warte mal, da in meiner alten Heimatstadt, da war das immer am Ende der Kirmes, das große Höhenfeuerwerk, und hier ist es zu Beginn der Kirmes, großes Höhenfeuerwerk. Und das ist so ein richtig üppiges Ding mit Sternen und also das ist wirklich schön anzusehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sowas vielleicht so professionelles Feuerwerk zum Jahreswechsel abfeuert. Dann hat man trotzdem ein bisschen Raketen, aber das hat dann nicht jeder den ganzen Dreck vor der Tür und nicht die Gefahr, die abgerissenen Finger halt. Das ist ja auch für die Notaufnahmen im Krankenhaus und so weiter immer wieder auch ein Problem. Das wäre auch eine Idee, aber dann hast du wieder die 14-Jährigen, die 16-Jährigen, die gerne rumzündeln, auch nicht zufriedengestellt. Na, ich weiß es nicht. Sebastian, wie war es denn bei euch? Ja, ähnlich. Also relativ ruhig. Man hat zwar durchaus was gehört und wahrgenommen, aber das war im Vergleich. Es ging auf jeden Fall nicht so lange. Also es war irgendwie, ich glaube, später. Also wir hatten sowieso ja noch dann eine Ausgangssperre ab 1 direkt wieder, sodass wahrscheinlich sich eh nicht mehr so viele dann noch weiterziehen können. Nur vom Balkon werfen oder was? Also insofern, aber es war dann relativ schnell vorbei und es war auch gefühlt wesentlich weniger als sonst die Jahre, ja. Nee, ansonsten relativ ruhig ins neue Jahr gestartet, doch war ganz angenehm mal. Ja, ich habe mich wirklich gewundert, dass dieser Aufruf offenbar da Früchte getragen hat, weil sich an die anderen Regeln so halten, ne, das scheint ja nicht mehr ganz so, also Corona-Regeln, müssen wir vielleicht nochmal sagen, für alle, die das hier in 500 Jahren hören, falls es da noch MP3 gibt, dass wir zurzeit in einer Pandemie sind, also Corona, dieses Virus geht um den Globus herum und hat sich auch jetzt schon wieder verändert. Mutanten im Blick behalten, war der letzte Titel des Coronavirus-Update-Podcasts, fand ich ausgesprochen gut. Ah nee, des vorletzten, Entschuldigung. Vorgestern kam ein neuer. Deswegen durften wir, haben wir also Kontaktbeschränkungen, wir dürfen uns nicht so nahe kommen und da, wo es ganz arg ist, durfte man auch das Haus nicht, oder darf man das Haus nicht verlassen, um eben die Kontakte einzuschränken. Und das war eben dann da an Silvester auch der Fall.
Und an die sonstigen Maßnahmen habe ich den Eindruck, halten sich die Menschen nicht mehr so richtig ernsthaft, so toll. Also auf Abstand bleiben wird immer schwieriger, habe ich so den Eindruck. Zumindest draußen klucken die Leute schon ganz schön auf dem Haufen. Und da hatte ich echt mit gerechnet, dass dieses Böllerverbot schon ignoriert wird. Und da war ich echt positiv überrascht und dachte, oh, liebe Mitmenschen, vielleicht werden wir ja doch noch Freunde. Mal gucken, vielleicht tut es ja was. Aber im Moment, wir haben ja gerade heute traurigen Rekord. Wir haben die höchsten Todeszahlen und Infektionszahlen seit Beginn der Aufzeichnung. Das sieht natürlich nicht so richtig gut aus. Na gut. Ja, das zur fröhlichen Einstimmung. Das ist die Stimmung im Eimer. Fangen wir wieder vor. Wie immer. Das war die Stimmung. Genau. Wir fangen immer damit an, uns erstmal gegenseitig runterzuziehen. Dann haben wir einen Grund, die Stimmung wieder aufzubessern. Seid ihr denn überhaupt so jetzt, sagen wir mal, also so persönlich energetisch, klingt gut, ne? An mir ist ein Schwurbler vorbeigegangen. ich frage deshalb, weil ich habe tatsächlich am Ende des letzten Jahres das Gefühl, meine Batterien sind komplett leer. Und ich habe 2 Wochen quasi Weihnachten, Silvester und so weiter. Wir hatten Betriebsferien und da habe ich wirklich hier so rumgelümmelt und so gut wie gar nichts gemacht. Und also außer am Kongress teilgenommen, aber das konnte man ja auch sehr gemütlich aus dem Sessel zu Hause. Und in der zweiten Woche habe ich so langsam gemerkt, wie Lebensgeister wieder zurückgekommen sind, die ich echt wochenlang vorher nicht gespürt hatte. Also einfach mal Neugier, Lust, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Das war wirklich erstaunlich und war schon eine notwendige Regeneration. Wie ist es bei euch gegangen? Hattet ihr auch sowas oder seid ihr einfach auf hohem Level geblieben die ganze Zeit? Sebastian, nochmal bei dir. Nee, auch. Also es wurde sehr, sehr schön ruhig. Immer so zwischen den Jahren habe ich auch meistens das Glück, da nicht allzu viel zu tun zu haben. Und dann kann man tatsächlich ein wenig, um andere Dinge kümmern, also ganz was war das? Ein Tut. Das war bei mir, Entschuldigung. Ach so. Genau, also so ganz ruhig kann ich dann auch nicht bleiben, aber ein paar Sachen hatte ich noch, mit denen ich mich beschäftigt habe, aber es war aber schon wesentlich deutlich ruhiger und ich konnte auch da ein wenig mehr Auszeit genießen und es war sehr, sehr angenehm. Auch bei mir, ja. Und fühlt sich jetzt auch frischer? Gehst du in das Jahr 2021 mit neuer Power? Genau. Mal gucken, wie lange das dann durchhält. Wahrscheinlich lange, lange. Ja. Und Lars, wie ist bei dir? Ach nee, du bist ja auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Wahrscheinlich hast du das gar nicht jetzt so sehr gemerkt, ne? Das kann man gar nicht so auseinander dividieren, was woran lag. Ob ich vielleicht jetzt einfach ein bisschen jahresendmüde war oder eben gesundheitlich angeschlagen. Ich schätze aber mal, dass die gesundheitliche Einschränkung, so die ich im Dezember hatte, das andere deutlich überdeckte. Weil zwischendurch war echt nicht toll, aber das wird halt jetzt immer besser und ich merke, dass Lebensgeister wieder da sind. Das ist eigentlich sehr wunderbar. Aber bevor jetzt falsche Assoziationen gezogen werden, Corona hat dich aber verschont. Also andere Podcaster durften ja da erste Erfahrungen mitmachen, aber du nicht. Naja, ich wurde getestet, in der Tat. Nach dem, was ich gehört habe, ist dieser Test nicht angenehm oder teilweise eben ziemlich unangenehm. Und das war bei mir so ein kurzes Gefuchtel mit einem Stäbchen in meinem Rachen, wo ich einmal machte und dann war es das. Und ich dachte, das war jetzt überhaupt nicht so wild, dass ich überhaupt keine Ahnung hab. War ich jetzt einfach unempfindlich oder war er zu vorsichtig beim Testen und der Test war nichts wert. Also ich habe keine Ahnung. Würde jetzt jemand an meine Tür klingeln und sagen, hey, Sie, wollen Sie einen Antikörpertest machen? Kostet nichts, würde ich sofort sagen, ja, mach. Mir ging es halt wirklich nicht gut. Aber wie gesagt, also der Test, der gemacht worden war negativ. So.
Ja, ich fand, das ist ein positives Ergebnis, aber das kann man so und so sehen. Naja, mir ging es halt trotzdem nicht gut und die Medis haben eben auch nicht angeschlagen, die ich bekam. Das war eben so alles ein bisschen komisch. Das hat alles ziemlich lang gedauert und war nicht schön. So. Umso besser, dass du das jetzt offenbar hinter dir hast und jetzt dann ja auf dem Wege der Besserung bist und also auch podcasttechnisch schon wieder losgelegt hast. Das fand ich großartig zu hören. Sehr schön. Ja, es kommt wieder was. Ist ja schon mal was. Schön. Sehr gut. Thomas, wie ist es bei dir? Wie ist es mit deiner Energiekurve über das Jahr, über den Jahreswechsel? Wie ist das gewesen? Naja, in der Zeit vor Weihnachten war es, sag ich mal, einigermaßen normal, wenn man mal davon absieht, dass wir ja die Technik aufgebaut haben für den RC3. Das heißt, da waren das ein oder andere Treffen online mit den Helfern und die Technik ausknobeln, dass das funktioniert. Und dann kam aber eine Überraschung, weil die Tochter von mir, die ein paar Kilometer entfernt wohnt, die hatte sich bei der Arbeit mit Covid tatsächlich angesteckt. Und die kam zur Arbeit und dann hieß es, zwei der Patienten aus der Klinikabteilung waren positiv und die wurden zwar getestet, als sie eingeliefert wurden als Patient oder aufgenommen wurden als Patient, aber da hatten die noch keine Viruslast und dann lagen die da so schön drin und dann hast du deine Patienten versorgt. Das heißt, die Rolle als Pfleger ist schon kritisch. Also du hast immer so eine Zeitlücke zwischen dem ersten Test, wenn die Patienten aufgenommen werden, und wenn die dann da drin sind im Krankenhaus, dann können die eine Viruslast entwickeln. Jetzt fragst du dich natürlich, wie oft werden die Patienten dann wieder getestet? Irgendwann würde so ein Test dann positiv werden, aber dann lag der da schon eine Weile mit seinen Viren. Und du gehst nicht jeden Morgen her und testest die Patienten. Na gut, jedenfalls hatte sie dann das Pech, das abzukriegen. Der Verlauf war dann so mittelmild, ja. Was du halt so hast, so die grippeähnlichen Symptome und Geschmack weg und so. Ja, das noch Interessante dabei war, also die konnte dann in ihrer WG, wo sie wohnt, konnte sie dann von den WG-Mitbewohnern ein bisschen versorgt werden. Und ich hatte dann auch drei Einkaufstüten mit haltbaren Lebensmitteln dorthin geschleift. Dann war sie gut versorgt, konnte sich da dann sozusagen dem Verlauf hingeben. Und es war aber so, dass die große Tochter hatte einen Besuch dort. Als das alles noch nicht bekannt war, hatte sie die andere Tochter besucht. Jetzt war natürlich die spannende Sache, was tun wir jetzt? Jetzt hat sich also die große Tochter dann hier im Haus tatsächlich dann in ihrem Zimmer selbst isoliert und hatte vollständigen Zimmerservice, also Frühstück, Mittag, Abendessen. Und da haben wir immer rumgerufen, Roomservice, und haben Bestellungen aufgenommen und so. Haben wir irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Und es gibt dann halt so kuriose Situationen wie Weihnachten mit Zoom. Und dann waren also die Schwiegereltern waren im Zoom und die weitere Verwandtschaft war im Zoom. Und dann haben wir uns alle tatsächlich hervorragend unterhalten für eine Stunde oder eineinhalb. Und selbst die alten Herrschaften haben dann mit dem Tablet noch einen Service gekriegt. Die sind an die Haustür gekommen und dann haben wir ihnen das Zoom gestartet. Und dann hatten wir wirklich Spaß. Also das war sehr schön. Und vor allem war es dann für die Schwiegereltern sozusagen als Risikogruppe vollkommen problemlos, weil also alle inklusive der Tochter, die tatsächlich Covid-positiv war, haben wir schön Spaß gehabt. Die Tochter, die sich da isoliert hat, hatte dann gleich nach Weihnachten einen Test machen können, einen PCR-Test, und hat dann irgendwie um die Mittagszeit rum hat man die Probe genommen und am Abend kam dann schon die Entwarnung, dass die Probe negativ war. Da war da Entlastung an der Stelle. Ja, und dann kam der RC3 und ich war die ganze Zeit beschäftigt, entweder mit Roomservice oder mit Podcast-Service. Das machen wir gleich auf der Gartenbank, ganz ausführlich. Dann erzählst du mal ja, aus, genau, das aus deiner Perspektive später. Also sozusagen. Ich habe das geübt, wie das ist hier, dass man eine Trennung im Haus hinkriegt. Wir haben zum Glück genügend Platz und genügend Vernunft,
das ist genauso wichtig wie Platz gut zu haben. Oh ja. Es müssen halt auch alle mitziehen und das im Grunde verstehen, wie man das dann machen muss, dass man eben nicht einfach aus Dummheit dann da eine Übertragung möglich macht. Ja. Und also von daher, es ist halt immer eine Zusatzarbeit. Ich denke da immer an die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, wo es entweder finanziell schwierig ist, weil die arbeiten müssen oder die können nicht einfach mal hergehen und können einen großen Einkauf machen und es dann jemand vor die Türe stellen. Da, an die denke ich dann da auch. Ja, ja gut, der RC3 lief dann und jetzt im Januar, wo dann das gute neue Jahr da kommt, hat dann die zweite Tochter sich selber isoliert, weil die aus einer anderen Ecke war zumindest das Risiko da. Da war der Test jetzt dann aber auch negativ. Das Interessante dabei ist, dass du eigentlich denkst, dass deine Umgebung so schnell da nicht in die Situation kommt. Aber jetzt war das eine tatsächlich eine Infektion, dann eine Sicherheitsmaßnahme, dass die andere Tochter sich selber isoliert hat und dann gleich die andere Tochter auch noch. Also ich habe nur drei Töchter, sind jetzt alle mal so zumindest in der Nähe gewesen oder haben es abgekriegt. Ja. Ja, dann kommst du unverhofft in die Situation, dass du das eben mit organisieren musst, dass dann diese Trennung in der Familie dann möglich ist, die räumliche. Aber es ging soweit alles gut. Die Tochter, die es tatsächlich abgekriegt hat, ist jetzt soweit wieder fit. Ich hoffe, dass das dann auch so fit bleibt und nicht eine von diesen dann doch zum Glück seltenen, aber es passiert ja auch, dass dann Leute Wochen später dann doch nochmal merken, da war eine Infektion und jetzt kommen wieder neue Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass das eben nicht auftritt, ja. Toi, toi, toi für die Tochter. So ist das, ja, genau. Ja, ja, aber das ist tatsächlich genau, wie du sagst, ne? Also vor einem halben Jahr war das eine sehr abstrakte Gefahr. Also da kannte ich niemanden, der tatsächlich ernsthaft betroffen war. Man hat die Zahlen gehört, 300 Leute infiziert oder mal dann irgendwann 500 und mal 1000. Aber das war irgendwie wie weit weg. Ne? Genauso wie SARS-1 oder MERS oder so irgendwo in Asien so. Ah, es gibt da ein Problem, aber bei mir, naja, wir machen mal so Vorsorge und setzen Masken auf und so. Aber wird schon, ist halt hier nicht. Aber das sieht jetzt ganz anders aus. Ne? Das ist einfach in der Fläche jetzt vorhanden. Und also du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass du der ganzen Sache entgehst. Also wie vorhin ja schon kurz den Holger Klein erwähnt, der öffentlich drüber redet. Deswegen dürfen wir das sicherlich hier auch tun. Und der weiß einfach nicht, wo er sich angesteckt hat, außer dass er sagt, ich bin hinter Nachbarn durchs Treppenhaus gegangen, von denen ich weiß, dass bei denen ein Covid-Fall war oder vermutete aus der Schule irgendwie so, und dass er halt diese Aerosole da wohl eingeatmet hat. Also so einen näheren Kontakt gab es einfach nicht. Und das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn das schon möglich ist, dann kann man ja nicht mehr wirklich guten Gewissens Bus oder Bahn fahren oder so, dann wird es wirklich haarig langsam. Ja. Was allerdings auch interessant ist bei der Sache, man kann da nicht drüber schweigen. Es wird halt oft auch als peinlich empfunden. Das darf es aber eigentlich nicht sein. Deswegen erzähle ich das auch hier, ja, weil dann ist hoffentlich für den Nächsten nicht ganz so weit weg und er ist sich dann bewusst, was er da gerade für ein Risiko vielleicht tut, ja. Muss ich nur hergucken. Wer sich halt infiziert, ist jetzt kein Depp. Nach dem Motto, ja, hättest du dich mal besser geschützt, dann wäre ja auch nichts passiert. Also das kann man nicht mehr sagen. Also das es kriecht halt durch die Ritzen. Und du kriegst es halt. Selbst wenn du alles tust, was geraten ist, es bleibt halt ein Risiko, ganz klar. Genau. Und man sollte vielleicht nur auch aus persönlichem Interesse für sich selber das Risiko so gering wie möglich halten. Also niemand würde ja vielleicht irgendeine Flüssigkeit trinken, also ein Sprudelwasser oder ein Wasser, was irgendwie eine Woche lang im Sommer im Auto gelegen hat oder so, wo du schon ahnst, da hat das Leben drin angefangen, ja. Ich habe sowas mal getrunken und ich würde es nie wieder tun, weil es mir anschließend ziemlich dreckig gegangen ist.
war eigentlich klug genug, aber ich wollte unbedingt, ich wollte schlauer sein als die Natur. Und da hat Mutter Natur gesagt, hey, dir werde ich jetzt mal den Dünnpfiff verpassen. Und das war auch so. So, man kann sich ja dumm und klug anstellen. Und wir sind sicherlich alle gut beraten, nicht nur aus allgemeiner Vorsorge, ne? Hier, wir wollen dieses Gesundheitssystem nicht überlasten oder so. Nee, die beste Krankheit taucht nichts, hat meine Oma immer gesagt. Und das ist auch so. Also bloß kein Risiko eingehen, was man vermeiden kann. Naja. Ja, zum Covid-Thema, ich habe tatsächlich die Überzeugung, man soll drüber reden. Und wenn da in irgendeiner Ecke sowas passiert ist oder zumindest der Verdacht da war, dann sollte man definitiv das nicht als peinlich ansehen, darüber zu reden. Das kann allen nur helfen, wenn vielleicht dadurch dann das Wissen etwas breiter verteilt ist oder das Bewusstsein Obacht zu geben. Ja, ja. Ich wundere mich ja immer noch, dass es Menschen gibt, die es nicht jede Informationsquelle nutzen. Also aber wahrscheinlich, ich hänge manchmal hier Herrn Drosten und Frau Zizek und so weiter, hänge ich so an den Lippen, was die mir halt erzählen, weil ich unbedingt wissen will, was ist denn jetzt der Stand der Dinge. Aber manche Menschen interessieren sich da wirklich nicht dafür und für die ist das dann wirklich nur eine lästige Einschränkung. Frage an dich, wie oft musst du denn bei dem Podcast vom Drosten und von der Frau Zizek, wie oft musst du da zurückspulen, um es nochmal zu hören, die letzten drei Sätze? Ja, und wenn ich es wirklich verstehen will, also das habe ich in März, April, wo das so hochkam, da habe ich mich wirklich mit einem Stift und einem Papier hingesetzt und versucht und habe mir eine Skizze gemacht, eine Zeichnung gemacht. Was hat er jetzt gesagt? Und da habe ich tatsächlich auch zurückgespult und so weiter. Inzwischen bin ich etwas abgestumpft, will ich nicht sagen, aber höre mir das an. Ich weiß, dass ich 50% nicht verstehe, aber ich habe bisher auch überlebt, ohne 50% davon zu verstehen. Also ich muss jetzt nicht alles wirklich haarklein, ich muss jetzt nicht zum Virologen werden. Also den Anspruch an mich selber habe ich dann auch nicht. Es reicht mir dann manchmal auch schon zu wissen, wie schätzt das so ein Experte oder eine Expertin denn so ein? Ja. Sagt die, da müssen wir aber mal aufpassen oder ja, da ist ein Problem, aber unter anderem, es geht irgendwie unter anderen Problemen auch halt auch ein bisschen unter und mir hilft das schon einfach, dass eine Expertin das einfach auch mal einschätzt, so, weil ich das ja nicht kann. Ja, du kriegst dann so, es beruhigt ein ganzes Stück weit, dass jemand vernünftig dran arbeitet und wenn du selber ein paar Grundzüge davon verstanden hast, war es bei mir, da hat mich das dann sehr beruhigt, um grundsätzlich zu verstehen, wie dieses Ding funktioniert. Und ist dann auch nützlich, wenn du versuchst, in deinem eigenen Umfeld nachzuvollziehen, was war denn wann? Ist denn das relevant, dass vor 5 Tagen war, vor 3 Tagen war? Wir haben jetzt hier einen Zeitstrahl gezeichnet, gemalt, wer hat wen getroffen und haben dann die 3 Tage von den Symptomen der anderen Leute noch zurückgerechnet. Habe ich den dort getroffen? Also im Prinzip so eine Arbeit, wie man sich ganz haarklein als für ein Gesundheitsamt vorstellen würde, das musste man halt jetzt dann selber machen. Aber das beruhigt dann, weil du dann sagst, okay, hier ist ein Risiko da, dann müssen wir die und die Maßnahme machen oder das ist zu weit weg, passt nicht zusammen, dann ist nicht relevant. Und wenn du dann grundsätzlich verstehst, wie dieser Virus funktioniert, dann insgesamt beruhigt es. Ja. Ja, ich habe auch die Corona-Warn-App auf dem Handy, bin schon 2-mal gewarnt worden, Kontakt mit geringem Risiko, alles noch im grünen Bereich. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, wo zum Teufel bin ich denn gewesen? Ich war doch die letzten 14 Tage eigentlich nur zu Hause, außer einmal im Supermarkt. Und dann muss das halt im Supermarkt gewesen sein. Ich weiß es nicht. Oder mein Nachbar hier durch die Wand. Keine Ahnung, wie weit das Ding jetzt reicht. Das kann natürlich sein. Aber sonst keine Kontakt. Aber das fängt man dann tatsächlich an, so ein bisschen nachzudenken. Ja, bei mir auch. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Corona-Warn-App immer wieder versucht wird, die zu zerpflücken. Ich finde die eine richtig gute Sache, weil es einfach ein technisches Hilfsmittel ist, das einen zumindest das potenziell warnen kann. Also wenn alles zusammenpasst, dann wird sie dich warnen. Wenn irgendetwas nicht zusammenpasst, dann wird sie eher ruhig sein. Und wenn sie einmal zu viel warnt, dann finde ich das nicht so schlimm.
Ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man in einem Ballungsraum ist, wo man zum Beispiel als verpflichteter Pendler, weil das Büro einem kein Homeoffice gibt oder geben kann, weil man vielleicht muss man ja Glühbirnen wechseln oder so, das kann man halt nicht von zu Hause. Wenn man dann auf dieser Anzeige halt relativ hohe Warnwerte hat, ne? 12 Kontakte, Achtung, Achtung, da ist auch mal ein Gefährlicher dabei, aber du kannst dein Verhalten gar nicht mehr ändern, weil du hast schon alles gemacht, dann wird es vielleicht irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich finde es eher jetzt für mich angenehm, wenn da immer diese Null steht oder ein Kontakt oder so, alles im grünen Bereich. Das gibt mir so eine gewisse Beruhigung, aber ich kann es mir auch erlauben, einfach mich zurückzuziehen. Das können ja nicht alle. Und dann für die, die es nicht können, ist das vielleicht gar nicht so angenehm, wenn dann immer so Werte da draufstehen. Auf der anderen Seite, die stehen nicht ohne Grund dort, weil alle Risikokontakte, die du dort siehst, haben ja eigentlich einen positiven Test eingebucht, sonst würden die dort nie auftauchen. Das heißt, wenn du dann die nächsten 5 Tage auf deinen eigenen Körper ein bisschen genauer hörst, ob da Symptome entstehen oder dann vielleicht nicht allzu viel super engen Kontakt suchst in dieser Zeit, seit du diese Warnung gekriegt hast, dann hat die App genau ihren Zweck erfüllt. Ja, das schon, natürlich. Ja, es ist eine Wachsamkeitsfunktion, macht mich einfach. Aber ich bin sowieso schon. Ich gehe keine Kontakte ein im Augenblick. Also ich habe letztens auf Twitter gelesen, da schrieb jemand, wenn ich mich noch weiter einschränken soll, dann muss ich die Spiegel abhängen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich muss einmal in der Woche oder anderthalb Mal in der Woche einkaufen gehen oder auch mal irgendwie ein Paket aus der Packstation holen oder so. Das geht nicht anders. Was sollte ich dann noch, wie sollte ich mich noch mehr einschränken, selbst wenn alles rot wäre? Also ich wüsste es echt nicht. Ja. Aber ich bin doch sicherlich nicht durchschnittlich an der Stelle, sondern ich habe mir jetzt auch hier mein Homeoffice zu Hause, nachdem ich ja im Sommer nach 3 Monaten Homeoffice habe ich gesagt, ich will wieder unter Menschen, bin dann wieder ins Büro gefahren, aber habe mir das jetzt mit den Zahlen des Dezember nochmal schwer überlegt und gesagt, nee, komm, die Möglichkeit besteht, mein Arbeitgeber lässt es zu, ich habe die technischen Möglichkeiten, ich habe mich hier hingesetzt und die erste Woche war wieder ein Fiasko. Boah, ich bewundere euch alle, wenn ihr dann zu Hause alleine für euch arbeiten könnt. Für mich ist das wirklich ein Lernprozess. In der zweiten Woche geht es jetzt langsam besser. Aber meine Güte, dieses Gefühl, zu Hause zu sein, frei zu haben, das ist so miteinander verknüpft. Yeah. Wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich zu Hause bin, habe ich frei. Ja, okay. Und wenn ich zu Hause bin und muss arbeiten, das kriege ich irgendwie in meine Birne nicht rein. Das ist wirklich faszinierend. Ich mache das seit 15 Jahren mit dem von zu Hause arbeiten mit ein paar Unterbrechungen zwischendrin. Ach, du bist auch einer davon. Ja. Ich habe für den IT-Service bei dem großen Konzern, hatte ich die Kunden über Süddeutschland verteilt. Ab und an war ich dann beim Kunden. Sehr viel lief von zu Hause aus. Und dann gab es auch mal Phasen, wo ich dann mal fast 3 Jahre tatsächlich vor Ort beim Kunden war. Das heißt, ich kenne beide Seiten. Das eine Zeit lang direkt vor Ort zu sein, vor allem um die Verbindungen aufzubauen. Aber eigentlich reichen da 5 Monate, da muss man nicht 3 Jahre im Stück sitzen. 5 Monate ist auch schon ziemlich lang. Und dann kann man wirklich sehr gut aus der Ferne weitermachen. Muss aber ab und zu auch mal hinfahren zum Party machen. Also sprich, dass dann die menschliche Beziehung ohne diesen Arbeitsinhalt auch noch ein bisschen gepflegt wird. Ja, auch der Tagesrhythmus und so weiter, da muss man sich erstmal wieder neu erarbeiten. Gut, kann man alles, ist alles machbar, aber das hat mir den Start in das neue Jahr dann doch ein bisschen schwerer gemacht. Also ich bin jetzt erst seit einer Woche wieder so richtig warm gelaufen. Ich hätte auch nach dem Weihnachten und Neujahrsferien hätte ich einfach so noch einen Monat vor mich hin lümmeln können, da hätte mir nichts gefehlt, glaube ich. Ja. Das hört sich gerade traumhaft an, weil ich gerade immer die ganze Zeit Arbeit habe und du redest hier von Urlaub. Ja, ich habe auch, also weiß nicht, was los ist. Ich bin, also so wie ich arbeite, bin ich im Prinzip auch innerbetrieblicher Dienstleister. Zu mir kommen Leute und sagen hier, wir haben dieses und jenes vor, was soll man denn da machen?
Und den scheint alle irgendwie das Fell zu jucken. Also da kommen jetzt Sachen plötzlich, die habe ich vor einem halben Jahr abgeschlossen, die fangen jetzt wieder von vorne an. Und ich habe reichlich zu tun. Also ich habe eigentlich gedacht, das Jahr würde gemütlicher anfangen. Tut es nicht. Und umso schlimmer war das, dass meine erste Woche dass ich überhaupt nicht in Tritt kam. Also auf der einen Seite hast du viele Anfragen und willst auch liefern und auf der anderen Seite funktioniert irgendwie dein eigener Flow nicht. Also doof. Also ich bin froh, dass das diese Woche besser läuft und ich bin jetzt optimistisch, dass das die nächsten Tage auch besser wird. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe mich psychologisch etwas ausgetrickst. Ich habe mir einen eigenen extra Arbeitsplatz gebaut. Ich habe zwar einen Schreibtisch und einen Esstisch und habe das letzte Homeoffice auch immer an diesem Esstisch gemacht, aber an diesem Esstisch ist eben auch Essen und Fernsehgucken und so weiter. Und an meinem Arbeitsplatz hier mache ich zum Beispiel Podcasts oder sonst wie Spielkram oder so. Und da ist eigentlich kein Platz für Arbeitswelt. Und jetzt habe ich mir einen dritten Platz gebaut, wo nur Arbeit ist. Wenn ich durchs Zimmer gehe und setze mich an diesen Platz, ist halt nur Arbeit. Das ist die psychologische Trennung, die ich gebraucht habe. Und das funktioniert erstaunlicherweise. Ich da sitze, spiele ich nicht rum. Wenn ich da aufstehe und sitze mich dann an den anderen Tisch, dann habe ich halt Freizeit. Also dieser Wechsel Freizeit-Arbeit, dieser Umschalter im Kopf, den mache ich mir jetzt durch einen Raum, also durch einen extra Raum, sondern so durch einen anderen Platz. Ich habe so diese Spaziergangsroutine. Also sprich, du arbeitest tagsüber an deinen Aufgaben und kurz unterbrochen durch die Mittagspause. Und wenn dann irgendwann am späten Nachmittag oder frühen Abend, wenn es dann reicht, jetzt zur Zeit, eigentlich kurz bevor es dunkel wird, nehme ich dann trotzdem die Taschenlampe mit und mache tatsächlich einen 20-Minuten Spaziergang oder eine halbe Stunde. Das ist dann so dieser Schnitt, weil du bewegst dich ja überhaupt nicht. Du hast ja nicht mal den Arbeitsweg zur S-Bahn oder so. Keine Bewegung, null. Das kann doch auch nicht sein. Nee, das ist auch sehr gut. Also habe ich auch schon von anderen gehört, die einfach dann morgens 20 Minuten gehen und nachmittags den Weg zur Arbeit simulieren durch einen Spaziergang ums Haus. Das ist auch keine schlechte Idee. Vielleicht mache ich das noch. Ich habe mal ein paar Tage, nachdem die Idee mal kam, einen vor der Arbeit Spaziergang ausprobiert. Das heißt, du frühstückst und wenn das fertig ist, dann 20 Minuten spazieren gehen und dann mit der Arbeit anfangen. Das macht's, dann ist die Rampe ein bisschen flacher, ja? Ja, genau. Auch nicht schlecht. Ja, da ist noch Entwicklungspotenzial. Da muss auch, glaube ich, jeder und jede so einen eigenen Weg finden, wie man sich selber so ein bisschen austrickst. Diejenigen, die gleichzeitig noch Kinder oder Katzen versorgen, die haben ja nochmal andere Herausforderungen. Als wenn man ja einfach alleine in seiner Bude hockt. Das ist dann was anderes. So, jetzt sind wir aber schon schön verplaudert hier. Wir haben doch eigentlich eine gewisse Struktur. Das sollte ja nur die Begrüßung sein. Wir kommen normalerweise jetzt zur neuen Ernte, aber die können wir eigentlich überspringen, denn wir haben zwar viele nette Zuschriften in den letzten Wochen bekommen, aber ich habe jetzt wirklich nicht super gut vorbereitet, das muss ich gestehen. Außerdem sind das Sachen, die eigentlich thematisch schon so weit zurückliegen. Gerade heute habe ich noch einen Kommentar gelesen, der ist aber so, dass wir ihn vielleicht lieber in die nächste Sendung nehmen, das stand auch extra dabei. Deswegen einfach mal hier pauschal Dank an alle, die uns mit was auch immer, Bemerkungen, Anmerkungen, Vorschlägen und so weiter bedenken. Das ist immer ganz großartig und auch wenn ich das jetzt hier so überspringe, es bleibt nicht ungelesen, sondern es wird immer wahrgenommen und irgendwie auch verarbeitet, ganz sicher, ganz bestimmt. So, dann überspringen wir nämlich die neue Ernte hier einfach und gehen mal direkt auf die Kartenbank. Jetzt können wir nämlich da weitermachen, Thomas oder Tom, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich im fließenden Geplauder. Also, du bist der Tom, der Thomas. Ich weiß immer noch nicht genau, wie möchte ich dich denn nennen? Thomas klingt irgendwie runder. Ah, na danke. Das Lustige ist, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht. Ich kenne dich aus Leipzig vom Kongress. Ja. Vom Sendezentrum, wo du vor einem Jahr war das, da bist du immer freundlich auf mich zugekommen, hast gegrüßt und so weiter und ach, das ist aber ein netter Mensch. Aber ich habe ansonsten keine
ich weiß gar nichts von dir. Dass du jetzt drei Töchter hast oder so, habe ich gerade zum ersten Mal gehört beispielsweise. Und in diesem Jahr war das aber etwas anders, weil du zum Orga-Team für das Sendezentrum gehört hast, für das virtuelle Sendezentrum. Und bei diesen Vorbereitungstreffen, wo der Simon Dückert mich eingeladen hatte, warum auch immer, so richtig viel beigesteuert habe ich ja gar nicht, konnte ich auch gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was ihr alles macht. Da muss ich nachher noch was dazu sagen, ja? Ja, gut. Und da waren wir aber dann plötzlich gemeinsam im Orga-Team und dann habe ich echt gestaunt, was du alles irgendwie machen kannst. Kannst irgendwo Server anmieten, aufsetzen, installieren. Und dann habe ich vor allen Dingen aber eins gelernt, du hast einen köstlichen Humor. Der kommt also auf der zweiten Rille irgendwie so, der ist nicht so ganz vordergründig, aber wenn er kommt, dann ist er großartig. Also da habe ich gesagt, oh, super, das macht Spaß mit dem Thomas. Deswegen, also deinen Humor habe ich sehr gemocht oder genossen. Ich mag ihn immer noch, so es ist nicht vorbei, aber bei dieser ganzen Geschichte. Erzähl du doch mal ein bisschen, ja. Also du bist... Du hast gerade schon gesagt, offenbar sowas wie ein Administrator oder Systemmensch oder ITler. Was machst du so? Womit beschäftigst du dich normalerweise? Also aktiver Podcaster bist du ja, glaube ich, nicht, oder? Nee, bin ich nicht. Ich bin aber schon oft auf den Subscribes und den Vorgängern schon aufgetaucht. Ja. Noch in Berlin bei Wikimedia war ich, glaube ich, zweimal mit dabei. So. Und da hat der Sebastian die ersten Stücke mit dieser Hardwarebox für die Remote-Podcaster angefangen. Und da gab es dann die Ideen mit Telefoneinwahl und so weiter. Also so weit geht es schon zurück und habe da immer fotografiert. Das war das, mit dem ich dann da vielleicht ein bisschen sichtbar war. Ja, gesehen habe ich dich da auch, aber als einer von vielen halt anderen, ne, so. Genau. Und über die Republika zeitgleich mit dem Tim Pritloff Barcamps für Podcasten kam ich dann in diese sehr angenehme Clique rein, so. Also da war ich sehr gut aufgenommen und so habe ich dann auch die Kongresse sehr schön einsteigen können, weil ich da so einen Anker hatte. Da kannte ich ein paar Leute und da konnte man sein und hat so eine Anlaufstelle gehabt und einen Ruhepunkt und so. Und so war ich bei den Kongressen da immer dabei. So, der technische Hintergrund von mir, der geht eigentlich relativ weit zurück. Als du mit den Kleincomputern ZX81 oder so angefangen hast, da hatte ich zwar keinen Computer, aber da war so meine Elektronikzeit, die dann auch mit dem technischen Gymnasium zusammengepasst hat. Und so bin ich eigentlich die ganze Zeit immer technikaffin gewesen. Und bin dann über Studium und so dann in die IT gekommen und habe eigentlich dann damit das Geld verdient. War dann selbstständig, dann wieder bei einer Firma angestellt und dann war ich tatsächlich 18 Jahre lang fast bei einem IT-Konzern, bei einem amerikanischen. Und das hat sozusagen das Leben finanziert und so steckst du dann immer in der IT drin. Und für die Podcast-Sachen habe ich mich sehr lange interessiert und wollte eigentlich mal einen Podcast machen über Brotbacken mit Sauerteig und so. Kam aber nie dazu, ja. Ich backe aber immer noch, also das hat gehalten. So. Das Engagement, ich mache mal so ein bisschen einen Zeitsprung zum Sendezentrum, war dann so gegangen, dass eigentlich schon bei den vorhergegangenen Kongressen mal ein bisschen Flaute war. Ja, gibt es denn überhaupt ein Sendezentrum? Und dann habe ich mit der Annalena, die den RFC-Podcast macht, Kontakt gehabt und haben wir gesagt, was ist da los? Da tut sich ja gar nichts und haben uns auf den Weg gemacht und hätten, wenn nicht jemand anders auch noch gekommen wäre, dann versucht, ein Sendezentrum zu organisieren. Deswegen war so mal die Grundhaltung, ein Sendezentrum braucht man, sonst kann das kein Erfolg sein, diese Veranstaltung, also Kongress oder RC3. Diese Grundhaltung war da. Und ich springe jetzt mal in den November 2020 bei einer ganz anderen Veranstaltung, wo es um so Themen wie agiles Arbeiten, New Work und so weiter geht. Brauchen wir überhaupt einen Chef oder können die Mitarbeiter das nicht alles selber bestimmen? Die wissen doch eh besser Bescheid als der Chef. Da stark der Simon Dückert mit dabei. Und
hat mich angesprochen, so bei einem ganz anderen Thema, kommt so auf dem privaten Chat im Zoom. Ja, wie sieht's denn aus hier? Sendezentrum, das sage ich, müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, wie viele Leute kommen denn dann da? Wie viele machen da mit? Das sage ich, naja, wenn nur 20 dann in dem Sendezentrum da sind, ja, dann hat sich's doch schon gelohnt. Und dann war für uns eigentlich schon klar, das wird versucht. Und der Simon hat dann diese 2D-Welt aufgesetzt. Er hatte sich mit dem Workadventure schon vorher beschäftigt für eigene Projekte, sozusagen Kundenprojekte, weil die brauchten ja jetzt in der Pandemiezeit auch einen Raum, wo die sich begegnen können, ja, mal zu dritt zusammenstehen und was reden. Und der Workadventure, der kann das eben. Und dann hat der Simon für das andere das schon gemacht und hat dann das Sendezentrum nachgebaut in Workadventure. Und das hat er hergezeigt. Und das war ja dann auch zu sehen bei den Organisationstreffen, die wir dann mittwochabends hatten in dem Vorfeld. Ich war das erste, glaube ich, Ende November und dann eigentlich jeden Mittwoch im Dezember. Und den Aufruf dazu. Und nachdem ich mit Tontechnik und Elektronik und Computer seit so vielen Jahren schon dabei bin, war das alles nichts ganz Fremdes, hier die Podcast-Betreuung zu machen. Na gut, also so kam es dann zu diesen Organisationscalls am Abend. Am Anfang waren noch ein paar mehr Leute dabei und dann wurden es ein bisschen weniger. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel wir dann beim letzten Mittwoch vor Weihnachten waren. Vielleicht 5 und am Anfang waren es noch 8 oder 10. Ja? So. Aber es muss jetzt keiner ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, muss ich noch was dazu sagen. Man hätte nichts beitragen können, das stimmt ja überhaupt nicht. Wenn ich mir das Sendezentrum, wie es dann jetzt tatsächlich war, anschaue, da waren ganz viele Leute, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mitorganisiert haben, aber die waren einfach nur da. Das heißt, wenn jemand anderer kam, dann lief der nicht in ein leeres Sendezentrum rein. Der hatte dann jemand, den er anquatschen konnte oder hat einfach nur gesehen, da ist noch ein weiterer Avatar. Und das ist eigentlich genauso viel wert wie das eigentliche Organisieren. Weil was hätten wir da organisieren können und es ist keiner da? Na, das wäre es nicht gewesen. Nee, klar, also die Menschen, die Atmosphäre, die entsteht natürlich durch die Menschen. Also auch wenn es nur eine virtuelle Atmosphäre ist, aber natürlich, ganz klar. Ja, ich war ja völlig verblüfft, was da aus diesem Sendegarten geworden ist. Also der Sascha hatte ja da das Feuer angezündet sozusagen und dann hat sich das ja komplett verselbstständigt. Und das fand ich großartig, ist wirklich so großartig, dass das quasi ein ständiger Tummelplatz war. Also ich habe da nur manchmal, nur so mal eben reingeguckt nach dem Motto, mal gucken, ob da jetzt auch noch Leute sitzen. Und natürlich ja, da Leute. Ich hatte gar keine Zeit oder keine Lust, mich zu unterhalten. Aber ich war neugierig zu gucken, ob da überhaupt ob da Licht brennt sozusagen, ob das Feuer brennt. Genau. Es war eigentlich rund um die Uhr da. Also sozusagen großartig. Sehr schön. Diese doch recht einfach, optisch recht einfache 2D-Welt in diesem Workadventure. Die war wie so eine Plattform, so ein Katalysator, so ein, sozusagen der Platz, wo man sich treffen kann. Und sobald dann im Jitsi das Bild und der Ton da war, dann ging es nur noch um die Menschen. Da war die Technik oder die Umgebung, wie die ausschaut, war ja dann vollkommen egal. Also dieses Konzept hat tatsächlich funktioniert. Das war schön. Ich habe nur leider fast nichts mitgekriegt davon, weil ich ja die ganze Zeit da am Aufnehmen war oder Pause brauchte. Ja, so. Ja gut. Ja, das ist der Nachteil. Ne? Ja, aber es hat Spaß gemacht. Es hat ja auch funktioniert für alle. Für die Podcaster hat es funktioniert, für die Zuhörer hat es funktioniert. Wir machen gerade mal noch einen Punkt drauf. Also wir haben es fertig organisiert. Im Endeffekt, der Simon und der Sascha haben sehr viel Arbeit reingesteckt in die 2D-Welt, dass dieses Workadventure tatsächlich so aussieht, wie es jetzt dann auch war. Der Sascha hat ja noch die Galerie gemacht, wo man dann die Podcasts durchhören konnte. Und ich glaube, das war ziemlich viel Arbeit, diese Welt so aufzubauen. Das sieht man nur nicht, weil das ja im stillen Kämmerlein passiert. Also da an den Simon, an den Sascha, einen ganz herzlichen Dank.
das war eine tolle Umgebung und sind ja auch viele reingekommen, die sich das angeschaut haben und dann ein passendes Feedback gegeben haben, dass man sich da, dass das angenehm ist. So, ja, die, selbst wenn Tische mit Stühlen dran sind, die nicht besetzt sind, das ist eine Einladung. Du kannst hier sein und sitzen. Ja. Und dann hatten wir ja zwei, drei Plätze, wo man dann den Jitsi gekriegt hat. Das waren vier Plätze. Also drei Plätze mit Jitsi war das Podcast-Partinnen-Tisch, dann der Sendegarten und dann hatten wir noch den Workshop-Raum. Und dann gab es die Bühne, wo man sich dann den Livestream mit den Bildern, mit den Videobildern der Podcaster anschauen konnte. Es werden ja vielleicht ein paar zuhören, die sich das nicht anschauen konnten, weil sie nicht dabei waren. Ich hoffe sehr, dass die Umgebung, die wir dort hatten, also das Sendezentrum, dass das irgendwo mal wieder zum Leben erweckt wird und dann für einen wiederum auszudenkenden Event dann vielleicht entweder eine Vorlage ist oder wir diesen Event tatsächlich in diesem Sendezentrum, wie es da aufgebaut wurde, dann auch tatsächlich machen können. Da müssten wir dann ein paar von den Tools anders verlinken, sodass wieder ein Jitsi aufgeht, wenn die Leute sich im Sendezentrum treffen. Aber das hoffe ich sehr. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Das ist so eine Aufgabe, die einfach einer mal aufpicken muss und machen. Und dann läuft das Ding wieder. Ja, wer macht, hat recht, so heißt es ja immer so schön. Das war ja gerade der Aufruf. Ja, der Frank, der ja auch in dem Orga-Team war, von dem wissen wir ja, der heißt ja Mailonator, weil er lange Jahre ein Mail-Server-Administrator gewesen ist. Und er sagte ja, ich halte mich aus eurer Technik raus, aber wenn ihr einen Mail-Server aufsetzt, dann bin ich dabei. Damit kenne ich mich aus, sozusagen. Bist du von deiner Profession her jemand, der so Server aufsetzt und so Netzwerke baut, oder machst du eigentlich was anderes? Ja, das hat, du hast ja so diese Welt mit den Linux-Rechnern und dann gibt es noch BSD-Rechner, also anderes Betriebssystem, und dann gibt es noch ein bisschen exotischere Sachen. Das wäre zum Beispiel Solaris, also Sun Microsystems Solaris Betriebssystem, ein richtiges professionelles Unix-Betriebssystem. Und nachdem ich da mein Geld verdient habe, viele Jahre bei Sun Microsystems, war ich natürlich genau dran an diesem Ding. Und dann wurde das auch noch für x86-PCs wieder freigegeben, die neue Version, Solaris 10. Und so kam ich da rein. Und dann haben natürlich Software hat gefehlt, VLC zum Videos gucken hat gefehlt, Mail-Server haben gefehlt, also IMAP-Server zum Abholen oder dann Postfix zum Einliefern und so. Dann Spam-Filter und so. Und dann habe ich da Softwarepakete davon gebaut, sodass also alle Leute kommen können und sich das runterladen und damit wieder ihren eigenen Mail-Server bauen. Also mein Mail-Server ist tatsächlich auch von mir gebaut, mit selbst kompilierten Softwarepaketen. Das ist mein Ding. So. Es ist aber so exotisch, dass du damit nicht wirklich Geld verdienen kannst. Du kannst aber manche Firmen brauchen dann doch selber kompilierte Software und da kommt es dann wieder, da kann ich wieder Geld verdienen, aber nicht mit dem, was ich da in diesem freien Softwareprojekt und für meinen eigenen Server baue. Ja. Also das ist so ein Ding. Ich wäre jetzt aber nicht derjenige, der zum Beispiel einen Work-Adventure-Server laufen lässt. Ja. Das könnte vielleicht im Laufe des Jahres mal noch passieren, weil ich muss mich wieder auf aktuellen Stand bringen. Weil diese Welt, die ich da jetzt so lange bearbeitet habe, die ist leider auf dem absteigenden Ast. Es gibt immer weniger Kunden, die das benutzen. Ein paar Banken benutzen es noch, ein paar andere Großkonzerne, aber es migriert alles rüber zu Linux. Aha. Und dann muss man eben da dann fit sein. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, es ist mein Ding, so Sachen aufzusetzen, und das sozusagen zu regeln. Und ja, du hast es ja gemacht, jetzt, ne? Du hast ja da irgendwo gesagt, ich habe da bei meinem Verein habe ich einen Server aufgesetzt. Und da habe ich mich ja sofort gefragt, was ist denn das für ein Verein? Ist das ein Chaos-Club? So ein bisschen. Gehört der irgendwie dazu in dem Umfeld? Und wie kann man denn einfach mal so einen Server aufsetzen? Und
Erklär das bitte mal, damit ich das letztendlich auch immer verstehe hier. Ja, genau. So. Also vor ganz vielen Jahren hat der bayerische Staat gesagt, wir müssen die Leute ins Internet bringen. Also nehmen wir mal so eine Jahreszahl 1994, 1996 so. Dann hat der bayerische Staat gesagt, wenn ein Verein sich gründet, der den Bürgern in Bayern den Internetzugang ermöglicht, dann darf der sich bei der nächsten Hochschule anschließen, damit er eben einen Internetanschluss hat. Und so gab es dann in Neu-Ulm und in Günzburg jeweils Vereine, Bürgernetzverein hießen die. Und das ist so die Zeit, wo ich dann da in diese Serverwelt Richtung Internet reingekommen bin. Und einzelne der Vereine haben noch überlebt bis heute. Also der Günzburger Verein, den gibt es noch. Und es gibt in Neu-Ulm noch den Verein. Und aus dem Neu-Ulmer Verein, wo ich engagiert bin, ist es so, dass es ein Gründerzentrum gibt. Und das Gründerzentrum braucht ja auch einen Internetanschluss und hausinterne IT-Dienstleistungen. Und dieser Verein macht die. Und so haben wir dann sozusagen Serverräume. In einen Serverraum können die Mitglieder des Vereins ihre eigenen Server reinstellen und zahlen eine monatliche Gebühr für Strom, Datenanbindung und so. Und in der anderen Richtung wird sozusagen dieses Gründerzentrum mit IT-Dienstleistungen versorgt. Und genau bei diesem Verein haben wir dann einen Rechner aufstellen können, sozusagen im Vorstand kurz abgeprüft, wollen wir das unterstützen? Ja, wollen wir unterstützen. Und dann habe ich mit eigener Hardware einen Rechner aufgestellt, der eine kräftige CPU drin hat. Und dieser Rechner war dann unsere Zentrale, um die mit Reaper, Ultraschall und StudioLink die Tonaufzeichnung zu machen und mit OBS Project das Videorelay. Also sprich, wenn wir Podcaster mit StudioLink und Audio fürs Audio angeschlossen haben, dann haben die auf einer zweiten Schiene dann noch ihre Kamera in die Runde geben können und haben entweder untereinander das Videobild gehabt oder dann eben das Videobild, so wie es gesehen hat, auf dem RC3-Stream. Und dieser Rechner ist jetzt leider, ich mag Windows nicht so sehr, aber das ist jetzt ein Windows 10 Rechner geworden, weil wir dort Ultraschall kriegen konnten. Und bei Linux wäre es halt nicht gegangen mit Ultraschall. Und ein Mac-Rechner war zu der Zeit keiner zur Verfügung. Und so sind wir dann bei Windows 10 gelandet und haben den dann sozusagen mit einer festen Internetanbindung aufgestellt, 300 Megabit symmetrisch, sodass man dann sehr schöne kurze Latenzzeiten hat und nicht das Problem vom heimischen DSL-Anschluss, wo ja die eine Richtung hereinwärts schnell ist, aber in der Gegenrichtung ist halt fürchterlich langsam in aller Regel. Ah. Ja, so kam das. Das heißt, dein Server, den du da aufgestellt hast, das ist sozusagen das primäre Ziel aller Signale gewesen, die im Sendezentrum, also Umfeld entstanden sind. Da ist es erstmal reingegangen und von da aus habt ihr es dann geeignet, auch an den Stream und ans VOG und was weiß ich wohin weiterverteilt. Genau. Also der Rechner hat dann eine feste IP-Adresse, die ändert sich dann nie. Und der Sascha und ich waren dann damit beschäftigt, aus dieser Windows-Grundinstallation dann einen Rechner zu machen, der eben Audio und Video kann. Und die Software habe ich hier gerade schon genannt, also Repo Ultraschall und StudioLink. Und für das Video den OBS Project, wobei da noch ein zweites dazu gehört, da fehlt ja dann die Seite beim Podcaster. Anfangs, bevor die CCC-Mannschaft gemerkt hat, dass dieses OBS.Ninja, also sprich auf einer Webseite basiert mit einem Browser, kannst du deine Kamera nach draußen schicken an den zentralen Punkt. Also das, was wir mit Zoom und Jitsi für die Videokonferenzen machen, das wäre das so ein bisschen vergleichbar damit, ist dieses OBS.Ninja, dass also der Browser die Kamera nimmt. Eigentlich könnte er auch Mikrofon und Lautsprecher transportieren, was wir aber explizit ausgeschaltet haben. Wir wollten nur die Kamera, sodass die Podcaster sich untereinander sehen. Aber diese 1, 2, 3, 4, 5 Kamerabilder, die konnten wir dann zusammenführen auf diesem zentralen Rechner und daraus dann den Videostream machen.
In den Aufzeichnungen sieht man ja, die Aufzeichnungen, die beim RC3 gemacht worden sind, da sieht man ja dann die Podcaster tatsächlich mal mit dem Videobild und dem passenden Ton. Und das war OBS Project, was da sozusagen dieses Videobild gebaut hat. Wir konnten dann umschalten auf ein Pausenbild mit Pausenmusik und so. Ja, also das war dieser zentrale Rechner. Der hat am Anfang wunderbar funktioniert. Und dann? Später nicht mehr. Da kam eine Software ins Spiel oder da hat eine Software gemuckt, von der du nicht mehr sagst, wie sie heißt. Hast du jedenfalls in der Abschlussrunde gesagt. Korrekt. Ja. Im Sendeguide kam dieser Name dieser Software auch wieder in einem Beitrag jetzt jüngst die Tage. Ich habe mir es verkniffen, gleich drauf zu antworten. Mal gucken, ob ich noch was schreibe. Na jedenfalls, Sascha hat sehr viel Zeit reingesteckt, die Software zusammen zu knobeln. Du hast also verschiedene Aufgaben. Also eines, was jetzt die Podcaster selber schon kennen, wenn sie Reaper und Ultraschall nehmen und Studio Link, dass du für jeden Sprecher eine eigene Spur hast, wo das Mikro aufgezeichnet wird und die Podcaster hören dann jeweils eben die anderen Podcaster auf den eigenen, auf dem eigenen Ohr. Und das war mal der problemlose Teil. Jetzt wollten wir unbedingt, also ich wollte das unbedingt, dass wir einzelne dieser Mikros dann auf einem Kontrollkopfhörer haben können, also ein Monitoring. Wenn du mit einem großen Mischpult arbeitest, dann hast du da 10 Kanäle, dann hast du einfach die Summe, die dann rausgeht zu den Leuten. Also 5 Mikros zusammenmischen, geht zu den Leuten. Jetzt knackt es irgendwo, da kriegst du nicht raus, wo das knackt. Also möchtest du eine Taste haben, wo du jedes einzelne Mikro anhören kannst. Und jetzt ging's los. Dieser Wunsch, den ich so stark hatte, hat dazu geführt, dass man extra Software einbauen musste, deren Namen ich nicht sage. So, also das Feature hat funktioniert. Wir konnten jede einzelne Spur konnten wir anhören und es hat auch tatsächlich 2 Tage lang funktioniert. Und dann war es so, dass diese Software, so Running Wild, die lief amok und hat so viel CPU-Zeit gezogen, diese Mischpult-Software, dass dann die Datenpakete, die für die eigentliche Audiospur waren, gelitten haben drunter. Wir haben einen Podcast dann tatsächlich zeitlich verschieben müssen und der Sebastian hier in der Runde hat dann kurz drauf geguckt und da war es dann eine Sache von ein paar Minuten an der richtigen Stelle nachgucken. Und so mit dem AB-Test war dann ziemlich schnell klar, dass uns diese Mischpult-Software großen Ärger gemacht hat. Die haben wir dann umgangen. Wir haben sie zwar nicht deinstalliert, aber sie hatte einfach keine Aufgabe mehr und damit auch keine Last produziert. Und ab dem Zeitpunkt war es wieder sauber. Ja. So okay, ging und dann, das. Dein Herzenswunsch, da die einzelnen Kanäle getrennt abhören, behandeln zu können, den hast du dann einfach aufgegeben. Das haben wir dann tatsächlich nicht mehr gehabt, war dann auch nicht so schlimm, weil wir kamen nicht in Probleme, wo wir das dann tatsächlich gebraucht hätten. Aber als Feature für die Zukunft, für Ultraschall, wäre das, glaube ich, sehr reizvoll, dass man nicht nur seine Stereosumme rausgeben kann oder als Mono gemischte Summe herausgeben kann, sondern dass man dann als Audio-Mann tatsächlich die Spuren alle nochmal einzeln hören kann. Das wäre was für die Routing-Matrix. So. Die jetzt so dieses Magic hat, die könnte dann Magic 2 noch kriegen, also Monitoring Magic. Und dann könnte man über einen vorbereiteten Makroknopf dann die Spuren alle einzeln anhören. Das wäre wunderschön. Also da muss ich mich mal noch mit dem Routing-Magier unterhalten. Der kann dann sagen, okay, kriegen wir hin. Und dann haben wir für ein künftiges Remote-Sendezentrum die Möglichkeit, das zu nutzen, aber ich glaube, es wäre auch für den Normalfall ganz interessant, die Tonspuren einzeln anzuhören. Ja. Aber es ist ja mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wo es am Anfang erstmal nur gehießen hat, lass uns doch lieber irgendwas Kleines machen oder irgendwas machen, also eine Veranstaltung, ein Kongress oder ein
was auch immer, eine Parallelveranstaltung oder eine kongressähnliche Veranstaltung ohne Sendezentrum, das kann es ja nicht geben. Lass irgendwie ein bisschen Sendezentrum machen und dann kommen am Ende schon wieder solche ganz exquisiten Anforderungen raus. Ja, wir wollen das aber jetzt auf jeden Kanal einzeln abhören können. und beim nächsten Mal machen wir es aber dann bestimmt nochmal ganz anders und nochmal neu und nochmal besser. Also diese Eskalation ist ja schon wieder gleich eingebaut. Großartig. Das gehört aber auch so in diesem Umfeld, ja. Wenn das irgendwie denkbar ist, dass das gehen könnte und halbwegs Spaß macht oder Sinn macht oder auch keinen Sinn macht, man muss es probieren, so. Und Work in Progress war es auch. Das heißt, gerade zum Start vom Sendezentrum, wo die ersten Podcasts dann kamen, waren wir dann so weit, dass die Technik gestanden hat und dann mit jedem Podcast-Team dann vorher nochmal eine Proberunde machen wollten. Die haben wir eingefordert und das war auch ganz gut so. Wir hatten einen Podcast, da war ein bisschen so Widerwillen da, tatsächlich diese Proberunde zu machen. Wir haben sie dann doch gemacht und dann hatten wir 2-3 Stellen, wo es dann sich gelohnt hat. Die Chefin des Podcasts hat dann auch gesagt, ich habe es jetzt schon eingesehen, dass wir die Probe brauchen. Und es war dann doch noch was nicht in Ordnung, das hat mit den Sample-Raten zu tun. Ich glaube, dass bei dem einen PC, wo das drüber lief, dass der auch einen Irrtum in der Sample-Rate hatte, da ist dann die Stimme, da tackert das dann immer so. Ja, ja, ja. Und das lässt sich eigentlich nicht mehr reparieren. Das bleibt, wenn alles super läuft und du hast ein solches Ding, und das passt ja nicht. Das ist super. Das ist der Tropfen. Im 10 Liter Eimer Trinkwasser, ne? Also der macht alles kaputt, ja, genau. Ja, ein Tropfen, ja, genau so. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran, dass es halt so ist. Und es sind alle veröffentlicht, die Folgen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, es war aber auch sehr anstrengend. Das wäre die nächste Frage gewesen. War das nicht sagenhaft anstrengend? Und was hat deine Familie eigentlich dazu gesagt, dass du da 4 Tage lang dich quasi komplett der Technik zugewandt hast? Wir waren ja eh schon in der Situation, dass wir uns hier auseinanderhalten mussten. Zumindest die eine Tochter. Es war, ich habe mich da um 10 oder so, morgens ging es los und irgendwann spät abends war dann Schluss. Das ging relativ problemlos. Im Vergleich dazu wäre es ja so gewesen, hätte es einen echten Kongress gegeben, dann wäre ich eben die 4 Tage auch komplett weg gewesen. Ja. War problemlos, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die alle schon groß sind und so ihr eigenes Ding machen. Vielleicht hat es deswegen funktioniert, ja. Okay, also Mittagessen kochen oder so, da hattest du dann auch nichts mit zu tun, dass du den noch vorbereiten musstest. Muss ich jetzt gerade mal überlegen. Die große Tochter kocht bei uns immer sehr viel und ich glaube, die war an der Reihe und hat dann immer ein tolles Mittagessen gebaut. Ja, ja, ja. Hattest du auch Roomservice dann an den 4 Tagen? Ja, ja, genau. Aber das war sehr intensiv. Ich muss tatsächlich nachdenken, wie das da so alles lief. Ja. Es hat Spaß gemacht. Es war auch ein tolles Handshake, muss ich auch noch dazu sagen. Der Sascha hat dann, ich habe dem rübergerufen, kannst du mich hier 20 Minuten ablösen, während der Podcast lief. Das haben die Podcaster gar nicht mitgekriegt. Und dann hat er gesagt, ja, in 5 Minuten. Und dann habe ich noch 5 Minuten durchgehalten und dann hat das Sascha nahtlos übernommen. Das ist auch der Vorteil von dem zentralen Rechner gewesen. Er konnte drauf, ich konnte drauf. Eigentlich hätten nochmal 2 drauf gekonnt zum Zuschauen. Und dann hat er den Podcast zu Ende gemacht. Und ich glaube, die Überraschung war dann bei den Podcastern, am Anfang haben die meine Stimme gehört, hier mit der Vorbereitung. Und ich zähle dann runter, 3, 2, 1. Und die 0 sage ich nicht, dann seid ihr dran. Ja. Und dann plötzlich hat sich eine andere Stimme gemeldet von der Audiobetreuung. Und das war dann der Sascha am Ende vom Podcast. Ja. Das war bestimmt auch eine kleine Überraschung dann. Aber das hat sehr gut funktioniert, dieses Handshake. Ja, genau. Wenn da einer was wissen möchte über die Technik, wie es denn tatsächlich war, den Rechner gibt es noch. Als Arbeitstitel hatte der den Namen Hans gekriegt, also der Hans-Rechner. Und der hat noch ein Pendant, das heißt Greta. Und
die Greta ist virtuell und der Hans ist ein richtiger Hardware-Rechner. Wenn sich da einer das nochmal zeigen lassen möchte, der müsste dann einfach Kontakt aufnehmen mit mir oder mit dem Sascha. Die sind beide installiert, haben beide Reaper, Ultraschall, Studio Link und den OBS drauf. Und das kann man sich anschauen, wie das funktioniert. Kann man dann tatsächlich, wir können uns reinklinken mit Studio Link und ich kann dann den Bildschirm rübergeben, dass er zuschauen kann. Es wäre tatsächlich spannend, ob das vielleicht sogar ein Setup wäre, das man auch längerfristig brauchen kann mit dieser zentralen Stelle. Dann fragen wir nochmal den Sebastian, ob er sich das vorstellen kann. Kannst du dir das vorstellen? Sicherlich. Es gibt ja immer wieder mal Veranstaltungen und sowas. Da ist so etwas vielleicht ganz nützlich, vor allem weil der ja recht gut angebunden im Rechenzentrum ist und das quasi diese Schwachstelle dann so ein bisschen wegfällt, natürlich dann mit der eigenen Internetleitung, die ja immer mal wieder schwächeln kann. Und dann hat man zwar vielleicht lokal dann Probleme, aber nicht alle zusammen und der Stream ist noch sauber. Das nimmt natürlich einen Teil der Problematik raus dann unter Umständen, ja. Ja, was da für mich spannend wäre, ist, wenn die Maschine relativ kräftig ist, wie viele Teilnehmer können dann drin sein mit Studio Link? Weil das ist ja auch ein Stück weit Arbeit und wenn man sich überlegt, dass für jeden Teilnehmer, wenn man es zu Hause macht, durch die eigene DSL-Leitung das Rücksignal für jeden einzelnen Podcast-Teilnehmer muss ja durch die Leitung durch. Da wäre mal die spannende Frage, wie viel Bandbreite braucht man da, ob das da vielleicht was hilft. Die Latenzzeiten können natürlich auch ordentlich kürzer sein dann. Können wir ja mal noch mal rumspielen damit. Also ein paar Wochen wird es den doch geben, nicht allzu lang. Und dann baue ich den wieder ab, weil der Rechner muss eigentlich eine andere Aufgabe machen, als wie Hans zu sein und ein Sendezentrum-Technik zu machen. Ja, du hast ja vorhin gesagt, das ist private Hardware. Das heißt, du hast das sozusagen gespendet? Also die Nutzungszeit oder hast du irgendwie Geld dafür ausgegeben? Wie läuft denn das eigentlich? Ja, das brauche ich für meine IT-Tätigkeit, weil du probierst ja Sachen aus. Und ich kann ja, wenn ich jetzt 5 verschiedene Betriebssysteme habe, stelle ich da nicht 5 Rechner rein. Das heißt, ich habe einen, der eine Virtualisierung laufen lässt und die 5 Betriebssysteme, die laufen da drin als virtueller Rechner. Ah. Und das wird die Aufgabe für die Hardware sein. Das heißt, die CPU hatte ich schon, das Mainboard hatte ich schon und das RAM hatte ich schon und dann kam die Idee mit dem Sendezentrum und dann war das ruckzuck zusammengebaut, eine SSD noch rein als Festplattenspeicher und dann war der Rechner beieinander. Also der gehört sozusagen zu meiner IT, beruflichen, okay, IT-Tätigkeit. So, sozusagen deine Spiel- oder Experimentierwiese und da war jetzt dann, weil ja Gelegenheit war günstig, hast du dann einfach ja aus Großzügigkeit dann dieses da drauf getan. Aber genau, das war dann schon, wenn man so will, von dir eine Sachspende für die Zeit jedenfalls. Genau, sozusagen das Ausleihen ist da gespendet, ja. Mhm. Und man macht sowas, weil es geht, ja. So. Man hätte es auch einfach sein lassen können, aber nein, es geht, also machen wir es auch. So. Und das, so muss das sein. Ja, genau. Und das Spannende war dann, wir haben noch hinterhergeschoben. Die Hardware hat ja da funktioniert und wir hatten ja vorgeplant, dass es auch einen Podcast-Tisch geben kann. Außer der Bühne noch einen Podcast-Tisch. So wie bei einem echten Kongress. Der war ja jetzt auch echt, ja, aber halt virtuell echt. Es gab aber keine Buchungen. Das heißt, die virtuelle Maschine habe ich dann nachträglich noch fertig installiert und habe dann mit dem Vereinskollegen ein Experiment gemacht. Und dann haben wir sozusagen den virtuellen Hans, der dann Greta heißt, auch mal durchprobiert und haben mal geguckt, wie weit kann man denn da gehen. Wir hatten jetzt nicht viele Teilnehmer, aber 2 Videobilder und 2 Audio-Streams und haben mal geguckt, wie sich denn der virtualisierte Rechner so verhält. Jetzt in der Virtualisierung muss man ja überlegen, was kann die CPU? Da gibt es ja Multimedia-Befehle, die dann mit einem Befehl in wenigen Takten viel mehr Durchsatz haben. Und diese Multimedia-Befehle, die waren zunächst mal ausgeschaltet. Aber es lief trotzdem. Nur, wir haben dann so ein irres Ding gemacht, 16 CPU-Kerne, also
glaube ich, 6 echte CPU-Kerne mit jeweils 4 Threads. Also richtig fett und 32 GB RAM und haben das Ding mal laufen lassen, haben geguckt, ob es funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Er hat es aber auch, dadurch, dass die Multimedia-Befehle in der CPU gefehlt haben, musste der das mit herkömmlichen Befehlen machen und dann braucht er viel mehr Rechenleistung. Wir haben das geschafft, den auszulasten, den virtuellen Rechner. Und dann haben wir mal einen zweiten Test gemacht und haben die Multimedia-Befehle in der Virtualisierung durchgereicht, dass die also da waren. Dann hat er wesentlich weniger Systemlast gehabt, aber immer noch ziemlich viel. Und dann haben wir mal für Hochverfügbarkeit diese virtuelle Instanz live verschoben auf eine andere Hardware. dann ist abgestürzt, bums, war's weg. So. Nachdem wir aber so schnell nicht aufgeben, sind wir hergegangen, haben wir gedacht, haben wir noch 5 Minuten? Ja, haben wir. Das war erst halb eins nachts oder so. Ja, ja. Was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Ja, genau. Dann haben wir die Multimedia-Befehle wieder ausgeschaltet, also wieder sozusagen eine alte Pentium-CPU emuliert und haben gedacht, jetzt wollen wir wissen, ob wir ohne Multimedia-Befehle in der CPU zurückschwenken können. Und dann ging es tatsächlich, also wir hatten 2 StudioLink-Teilnehmer, wir hatten das Video dazu über OBS Ninja und konnten dann tatsächlich die live laufende VM mit StudioLink Video drin live zurückschieben auf die ursprüngliche Hardware. Aber die ganzen Super-Multimedia-Befehle waren alle aus. Und dann war so ein ganz kurzer Audio-Aussetzer, wie du auch bei einer schlechten Audio-Verbindung so mal haben kannst, also bei einer schlechten DSL-Verbindung. Aber ansonsten lief das Ding weiter. So. Und das haben wir auch wieder eben ausprobiert, weil ja, wir hatten die Möglichkeit. Also wir konnten es probieren, also mussten wir es probieren. Ja. So, das war dann der virtuelle Rechner Greta, der dann gezeigt hat, dass man es auch ein bisschen in hochverfügbar kriegen kann. Wahnsinn. Der so Schiller fragt hier gerade im Chat, würde der VOX-Stream eigentlich noch funktionieren? Das ist die Frage. Ich glaube, die Relay-Server für das Video im VOX sind wieder abgebaut. Ich glaube nicht, dass die noch existieren. Aber es ist wieder der Spruch, wir haben die Möglichkeit, selber so einen Relay-Server für Video im Verein aufzubauen. Dann muss man erst den Vorstand fragen, ob der damit noch einverstanden ist. Ich bin zweiter Vorstand, ich frage mich selber. Ich würde aber da tatsächlich den anderen fragen, weil der die Automatisierung macht. Man versucht ja sowas zu automatisieren. Das heißt, da würde irgendwie so ein Kochrezept entstehen. In einem Ansible ist dieses Tool, da würde dran stehen, wir brauchen eine VM mit den und den Eckdaten, 4 CPU-Kerne, 16 GB RAM und Plattenplatz und so. Und dann mit diesen Schablonen wird es dann halbwegs automatisiert aufgesetzt. Und dann läuft der Rechner und dann sagst du, du möchtest jetzt hier einen Webserver, der heißt Nginx, dann möchtest du ein RTMP-Modul, das dann dieser Videoverteilrelais-Software ist und eine IP-Adresse und Rechnernamen und so. Das wird dann alles in die Templates reingeladen und im Idealfall könnte man vollautomatisch dieses Ding dann aufsetzen. Ja. Es kann schon nochmal passieren, dass wir so einen RTMP-Relay-Server aufsetzen, bevor wir wieder alles abbauen, vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen. Es ist großartig, ja. Deine Begeisterung dafür mitzuerleben, was man alles machen könnte und so weiter, das ist einfach wunderschön, muss ich sagen. Einfach so, weil man es kann. Einfach mal ausprobieren. Und also dieser Spieltrieb, dieses Neugierigsein und Ausprobieren wollen, dass du das so erhalten hast, großartig. Ich habe das Gefühl, bei mir geht das im Laufe des Lebens langsam zurück. Ich bin nicht mehr so neugierig und mich begeistern die Dinge nicht mehr so, wie sie vielleicht vor 10 Jahren mich begeistert haben. Aber ich glaube, so viel, so ganz weit altersmäßig auseinander sind wir gar nicht. Du hast es irgendwie geschafft, dir das zu erhalten. Ich bin echt neidisch. Naja, immerhin hast du ja schon ein paar Podcast-Folgen. Ich habe noch gar keine aufgenommen. Also von daher hast du was voraus. Ja, dazu noch eine Bemerkung, weil du ja vorhin auch sagtest, du warst bei der Subscribe und auch schon in Berlin bei den PPW Workshops. Da ist ja auch immer der Georg von Auphonic dabei gewesen. Ne? Ja, genau. Und
Und der hat irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wo genau, weil das war bei einer Vorstellungsrunde, wo jeder so das Mikrofon bekam und dann gesagt hat, so, mein Name ist so und so, ich mache den Podcast, dieses und jenes. Und dann hat er sich hingestellt, gesagt, mein Name ist Georg, ich mache alle Podcasts. was mehr oder weniger alle auf Phonik halt einsetzen. Und das kannst du dir zumindest für den RC3 auch an den Hut stecken, dass du sagst, ich habe alle Podcasts gemacht, die da produziert worden sind. Das Sascha kannst hat du paar, von dir aus. Ein paar aus hat das Sascha betreut. Ja gut, Sascha und du, ihr habt alle gemacht. Ja, genau. Ihr seid keine, also ihr habt es ja jetzt nicht selber am Mikro produziert, aber letztendlich ohne euch wäre überhaupt nichts passiert. Also habt ihr alle Podcasts gemacht. Ja, man muss kein langjähriger Wiederholungstäter sein, um das zu tun. Der Sascha hat auch noch nicht so häufig mit Aufzeichnen zu tun gehabt, ich auch nicht. Aber das ist kein Grund, es nicht zu machen. Ja? Wir hatten ja den Aufruf Helfer. Es war mal die Idee, weil wir wussten ja, dass das lange Sessions sind und viele, dass andere Leute die Podcasts tatsächlich betreuen. Das heißt, wir haben alles so aufgesetzt, dass jemand anders, der sich dafür genügend interessiert, das gezeigt bekommt und tatsächlich dann so eine Session fahren kann, als von der Tonseite her. Hat sich leider nicht ergeben. Es war noch zu viel Technikgeknobel übrig. Dann haben wir es im Prinzip auch gleich selber gemacht. Ja. Aber wenn noch mal einer dabei gewesen wäre, der gesagt hat, hey, ich geh weg, ich will das jetzt hier machen, dann hätten wir uns eigentlich nur virtuell daneben gesetzt und hätten den dann betreut und hätten dann auf dem Bildschirm zugucken können und hätten dann auf dem Eventphone mit dem Hörer am Ohr ihn dann an eine bestimmte Stelle noch buxiert, wenn irgendwas Spezielles notwendig gewesen wäre. Also, bei den allermeisten Ereignissen oder Events in der Vergangenheit ist das ja auch so gewesen. Du hast eigentlich immer Leute gefunden, die dann gesagt haben, ja, ich traue mir das auch zu, ich setze mich da hin und fahre mal so eine Sendung als Tontechnikerin oder Tontechniker. Ich glaube, bei diesem Speziellen, bei diesem RC3, die Vorstellung, was da jetzt, also die Vorstellung, ob das überhaupt so ein Event wird, die Fantasie, wie das überhaupt ausgehen könnte, ich glaube, da hat es doch einigen dran gemangelt, inklusive mir. Also ich [S2] Ja. [S1] Ich war von Simon so beeindruckt, dass er das immer wieder vorangetrieben hat. Er hat immer wieder eingeladen, oh, heute ist Mittwoch, 20 Uhr. Er hat mich immer wieder angeschrieben und sonst, ich hätte das irgendwann auch mal schleifen lassen. Einmal konnte ich auch, glaube ich, nicht. Aber weil er einfach unermüdlich angetrieben hat und mit einem Vertrauen, dass das schon wird. Und dieses Vertrauen hatte ich nicht und ich glaube, viele andere auch nicht. Und deswegen war das vielleicht auch so ein bisschen wenig fruchtbar, deine Bitte um Unterstützung. Das ist einfach die Vorstellung, da reichte vielleicht die Fantasie nicht oder das Zutrauen oder einfach auch die Lust erstmal nicht. Und hinterher fanden sie ja alle toll. Ihr habt recht. Gezeigt ist es jetzt, dass es virtuell geht. Ja, genau. Es gab gerade im CCC-Umfeld einige Skeptiker, die sich nicht vorstellen konnten, dass die Veranstaltung als Ganzes überhaupt so funktioniert, dass die Leute das interessiert, dass die 4 Tage dabei bleiben, dass die sich engagieren, das aufzubauen. Das konnten sich einige überhaupt nicht vorstellen. Der eine oder andere von den großen, starken Skeptikern hat sich selber zugegeben, dass es geht. Im Kleinen haben wir es jetzt hier für das Sendezentrum gesehen, wobei dass Simon, ich und der Sascha, ich glaube nicht, dass zumindest von uns dreien einer überhaupt groß gezweifelt hat, dass das nicht funktioniert, also gezweifelt hat, dass das überhaupt funktioniert. Weil wir schon das ganze Jahr über mit den anderen Sachen, also dieses agile Arbeiten, New Work und Corporate Learning und was da alles gibt, dass Simon ist da sehr tief drin und da haben wir uns immer wieder getroffen auf diesen Veranstaltungen. Und da wussten wir, dass eine ganz wunderbare menschliche Nähe entstehen kann, obwohl wir das auf Distanz mit Kamera und Bildschirm haben. Weil du irgendwann mal, wenn du dich drauf einlässt, die Technik komplett vergisst, ja, da ist dann nur noch der Mensch auf der anderen Seite. Und dann hast
dann das ist so dieser Klick, den es braucht. Und ich glaube, dass für den einen oder anderen jetzt hier eben auch passiert ist, in dieser virtuellen RC3-Welt und im Sendezentrum, dass du komplett vergisst, dass hier eine Technik dazwischen geschaltet ist. Ja? Da, auf der anderen Seite ist der Mensch und der interessiert dich. Und dann funktioniert's. Ja, ja, ich merke schon, dieses einer Kamera gegenüber sitzen, diesem unbestechlichen Auge, was genau guckt, was du so machst, ne? Ob du jetzt vielleicht nach oben guckst oder zur Seite oder die Miene verziehst oder so, dass ich vielleicht auch mit dem Gesicht kommentiere irgendwas, was ich in einer realen Situation, weiß nicht, durch die Situation bedingt wahrscheinlich nicht machen würde, aber zu Hause auf dem Sofa als geübter Fernsehzuschauer, ne, man redet mit dem Gerät und gibt also seine Meinung bekannt, ist ja vielleicht nicht ganz fremd. Ich habe schon, also dieses Kameraauge, das hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert, dass ich bin nicht ganz so frei. Also das ist ja eigentlich eigentlich ist es unverständlich, weil wenn wir in Leipzig oder wo auch immer, in Berlin oder in München zusammensitzen, ist es das Gleiche. Du siehst mir ja auch zu, wie ich dann mit dir zuhöre. Du bist die gleiche Person, das gleiche Exemplar Person. Aber trotzdem, Frage. Ich weiß nicht warum. Ich kann dir das gar nicht genau erklären, aber diese Kamera, ich habe immer gemerkt, wenn ich die Kamera ausgemacht habe, dass dann Entspannung bei mir einsetzt, die nicht da gewesen ist, als die Kamera lief. Kann aber auch ein persönliches Ding bei mir sein. Ja, also, jetzt auch im Sendegarten auf dem RC3, oder? Ja, auch so ein bisschen schon, ja. Ah, okay. Es war dann besser und wir haben uns irgendwie jetzt vor, wann war denn das, letzten Freitag, da hat nochmal jemand aus dem Umfeld ein Jitsi aufgemacht und gesagt, hast du nicht Lust? Und dann kamen irgendwie 20 Leute zusammen, nee, 20 nicht, das war etwas weniger, ein paar Leute zusammen und da habe ich aber auch so richtig am Tisch gesessen, aufrecht, weil, und ich habe aber auch gesehen, andere haben da anscheinend ganz andere Etikette sozusagen. Man hat da auf dem Sofa rumgelümmelt. Vielleicht bin ich da auch selber so ein bisschen zu vorsichtig. Vielleicht, weil ich dieses Kameragedöns eher immer dienstlich einsetze. Und da geht es schon ein bisschen auch darum, einen gewissen Rahmen zu halten, einen gewissen Stil zu halten. Vielleicht müsste ich das noch öfter machen, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann auch egal. Es ist wirklich wurscht. Ja, es darf aber auch so sein, dass man es nicht unbedingt so gern hat. Ja, es gibt Leute da, denen ist einfach egal, oder du verfolgst tatsächlich ein Ziel. Ja, du musst dich vielleicht direkt oder indirekt immer ein bisschen verkaufen. Ja? Wenn du sagst, ich möchte ein Projekt vorwärts bringen, dann sagst du, dann hat's einen Grund, dass ich da zu sehen bin, damit ich nicht nur das Audio habe, sondern auch die optischen Sachen transportiere und dadurch vielleicht dann das Vorwärtskommen im Projekt verbessere. Ja? Der Simon war jetzt immer mit Kamera vor seinem Greenscreen und hat hinten dann eingeblendet Sendezentrum oder sowas. Ja, ja. So. Ja. Da hat er das aber der schien sich auch ganz organisch zu bewegen. Also der macht das jetzt auch schon seit einem Jahr quasi täglich oder so. Also wahrscheinlich noch länger. So ein bisschen Kamera-Junkie. So wie Rampensau gibt es dann halt eine Kamerasau oder so. Kamerasau. Naja. Apropos Kamera, ich habe hier gerade im Chat noch gesehen, dass der Andi geantwortet hat auf die Frage, würde der Vox-Stream eigentlich noch funktionieren? Da sagt er, ja, würde er noch. Ah, also, cool. Wir haben, der Andi vom Vox ist dabei. War die Losung? Es ist technisch möglich, dann müssen wir es auch tun, oder? So in der Richtung. Man kann es auch lassen. Keep it simple. Ach ja, sehr gut. Muss man auf jeden Knopf drücken, der vor einem aufleuchtet? Ja, muss man. Ja. Gut. Also, es ist willkommen, wenn sich einer das Sendezentrum-Setup nochmal angucken möchte, den zentralen Hans oder die Greta oder über die Virtualisierung reden möchte, der kommt einfach zu mir, Tom WW auf Twitter oder zum Sascha, ich glaube S Hiller79, wenn ich es richtig auswendig weiß. Ja, die Zahlen weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube schon, ne? Ich habe einfach mal geraten. Ja, so. Fangen wir mal auf 79, mal sehen. Ja,
Ja, stimmt. Dann geben wir da gerne Auskunft drüber, was wir da getrieben haben, wo die Schwierigkeiten waren. Und es ist noch nicht zu Ende, bevor das deinstalliert wird. Ich habe recht gehabt, SLR 79. Bevor das deinstalliert wird, werde ich noch ein paar Sachen experimentieren. Vor allem, was das Audio-Device angeht und ob wir dann vielleicht das mit dem Monitoring wieder hinkriegen. Und den Routing-Magier muss ich dann auch mal noch sprechen, der im Ultraschall genau weiß, wie das da geht mit der Matrix. Ob man das, du meinst da Ralf Stockmann oder wer ist der Routing-Magier? Ich weiß den Namen gerade nicht. Für mich ist das halt der Routing-Magier. Ob man das in Knöpfchen gießen kann, so ein Makro-Knöpfchen. Ich möchte den abhören oder den oder den. Und ich möchte den ausschließlich hören oder ich möchte den Rest mit 6 dB leiser hören, weil ich muss ja im Podcast noch mitkriegen, was die anderen gerade in der Zeit erzählen. Dann möchte ich das halt leiser haben. Sowas in der Art. Aha. Jo. Also ein Diagnosetool, wenn man so will. Ein Audio-Diagnosetool. Ja, das machen die Tontechniker auf den großen Mischpulten eigentlich immer. Und tippen da die einzelnen Kanäle durch, um zu gucken, ob die alle sauber sind oder wie sie sich einzeln anhören, weil du kannst ja im Gesamtbild dann nicht mehr so gut raushören, wenn da eine Kapelle spielt, Schlagzeug, Bass und was alles. Wenn das alles gemischt ist, dann kriegst du die Einzelheiten nicht mehr raus. Deswegen möchten wir da so Einzelkanalmonitoring haben. Ja gut, also das, ja klar, aus der Perspektive Veranstaltungstechnik kann ich das sehr gut verstehen. Aus der Perspektive Podcaster, für mich, aber das ist meine persönliche Sicht, ist es immer besser, die Dinge sind möglichst simpel, dass ich nicht so viel kaputt machen kann durch Fehlbedienung oder so, weil irgendwann kommt der Moment und ich drücke auf den falschen Knopf und je mehr Knöpfe da sind, wo ich genau diesen Fehler machen kann, desto gefährlicher wird es. Am besten gibt's nur einen oder zwei, da kann ich nicht so viel falsch machen. Aber natürlich, dann wenn pack du da. Pack mal in den Expert-Mode rein. Ja, so. Ja, genau. Im Expert-Mode, richtig. Da kannst du gut untergebracht sein. Hattest du denn überhaupt dann Gelegenheit, selber noch in dieser 2D-Welt ein bisschen unterwegs sein zu können? Vermutlich nicht, ne? Es gibt so ein Qualitätskriterium für mich, wenn ich entweder ist ein Barcamp oder so ein Kongress, wenn ich in keiner einzigen Session drin war selber, dann war es gut. Ich habe keinen Talk angehört. Ich bin ganz am Schluss einmal noch kurz so rumgesaust, aber da fehlte natürlich dann die Zeit. Also so wie wir es da gemacht haben, waren wir komplett versunken. Der Sascha mit den Videos schneiden und Sessions aufzeichnen und ich mit Sessions aufzeichnen und Sascha hat mitgeholfen bei den Proben vor der Aufzeichnung und ich hatte eine ganze Menge zu tun mit den Proben vor der Aufzeichnung. Das heißt, das Kriterium war auch bei den vorherigen richtigen, echten Kongressen so, dass ich mich meistens dann an der Bühne rumgetrieben habe und eigentlich sonst nicht groß in die einzelnen Slots reingegangen bin. Also von daher war es gut. So. Ja. Lars, bist du denn eigentlich noch ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen, als wir da zu Gast waren wir waren ja am dritten Tag da, ne, vor Ort, in Anführungszeichen. Da warst du ja noch nicht so weit gekommen. Hast du noch mal ein bisschen reingeguckt? Ja, ich habe noch ein bisschen reingeguckt. Es liegt aber an meinen persönlichen Befindlichkeiten, dass es mich ganz persönlich nicht so abgeholt hat. Wie beschreibe ich das am besten? Wenn ich über einen Kongress gelaufen bin, habe ich die Möglichkeit, Leuten über die Schulter zu gucken und sehe, was Leute tun. Es gibt also nicht nur die Hallen und irgendwelche Namen, die dort durch die Gegend laufen, sondern ich sehe, was die Leute tun und sehe, in welcher Befindlichkeit sie sind. Das war hier nur möglich, wenn ich im Prinzip schon direkt einen Kontakt aufnehme und die anquatsche. Ich sehe aber vorher gar nicht, ob dieser Mensch gerade irgendwas macht, was mich interessieren würde. So, wenn ich irgendwo an einen Tisch gehe und da bastelt gerade irgendjemand was Cooles und ich hau den an und sag, ey, cool, was ist das, wie funktioniert das oder so etwas. Das war jetzt, wenn es nicht irgendwie in dieser Work-Adventure-Welt irgendwie ausgewiesen war, hier läuft gerade das und das,
so jetzt nicht direkt ersichtlich oder ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Und das geht gegen meine Natur, durch die Gegend zu laufen und anquatschen, so lange bis ich etwas gefunden habe, worüber ich jetzt weiterquatschen möchte. Das war so, das hat mich ein bisschen angestrengt. Das war, wie gesagt, liegt an mir selber. Ich war von der ganzen Welt und dem Aufwand und dem allen höchst beeindruckt, finde das wirklich klasse. Dass das für mich persönlich jetzt nicht so funktioniert hat, liegt definitiv an mir selbst. Mhm. Kurze Idee oder Frage, wenn man jetzt sich so überlegt, die Leute können sich zusammen hinstellen und haben zu viert so ein Jitsi-Video-Ding gekriegt, alle, die dran vorbeigelaufen sind, hatten keine Idee, was da läuft. So ein kleines Guckfenster, wie so ein Mini-Bildschirm, der da eingeblendet wird, guck mal, da tummeln sich welche und die reden was oder so, das wäre so ein halber Schritt in diese Richtung, ne? Ja, also bei so einem Grüppchen, das zusammensteht, irgendwo abseits eines Tisches oder so, da kann ich davon ausgehen, die unterhalten sich gerade einfach. Aber wenn dann irgendwo halt gelötet wurde oder irgendwo wurde, was weiß ich, so mit Riesenpixels irgendwas aufgebaut oder ich sehe auf einem Bildschirm, da schneidet gerade jemand einen Podcast oder keine Ahnung, bastelt an einem Synthesizer rum oder was auch immer das ist, der Mensch hatte eben jetzt kein Schild über dem Kopf, ich mache gerade dies und das, ask me anything. Und das ist so, war für mich eine Schwelle, für mich ganz persönlich. Aber ich merke mir mal gerade Folgendes, wenn wir das wieder tun und weil wir es können, glaube ich, tun wir es einfach wieder, sowas mit Hans und Greta im Sendezentrum, dass wir uns überlegen, ob wir vom Bildschirm so eine Mini-Fassung davon sozusagen als Mini-bewegtes Wandbild im Sendezentrum aufhängen. So dass, wenn du dran vorbeiläufst, bewegt sich hier der Ultraschallbildschirm mit seinen Pegelanzeigen. Und wenn wir auf OBS umschalten, sieht man die Videobilder. Ah, guck mal, das sind ja die hier das schneiden. Wir waren ja eigentlich auch nicht zugänglich. Man wusste, uns gibt's, aber wusste auch wieder nicht jeder. Und wer vorbeigelaufen ist, der hat uns einfach nicht gesehen. Aber ich, das muss ich ganz klar sagen, das soll jetzt nicht irgendwie undankbar oder schnodderig rüberkommen, sondern ich sage, das liegt an mir selbst, ne? dass ich da eine Hemmschwelle habe, dafür kann ja niemand was. Also ich habe ja viel Positiveres wahrgenommen, als ich das jetzt sage und ich möchte das also richtig verstanden wissen, dass ich jetzt nicht hier sitze und rumnörgel. So ist es nicht. Nein, das tust du nicht. Aber ich bin auf jeden Fall Team Lars. Also mir war das auch ein bisschen zu viel Nähe. Wenn man nur bei jemandem mal so vorbeigekommen ist, pling, war der schon auf meinem Bildschirm. Das konnte ich auch nicht wirklich gut verknusen. Aber ich habe jetzt die neue Freakshow gehört, wo Tim sich Gästinnen eingeladen hat, die irgendwie da auch unterwegs gewesen sind oder auch an der Entwicklung mitgearbeitet haben. Und was die, also wie die mit einer Begeisterung da erzählen, wie toll das gewesen ist, mit Menschen zusammenzukommen und überhaupt also Kontakte aufzubauen und so weiter. Also da habe ich auch gedacht, boah, man kann auch ganz anders durchs Leben gehen, als ich das mache. Und dann war das auch ganz genau das Richtige. Für mich war das ein bisschen zu viel. Ich habe hinterher die Option genutzt, diese Kontakte erstmal zu down, auszuschalten und erstmal nur so durch die Welt zu laufen. Das reichte mir erstmal an Eindrücken. Ich musste doch nicht noch jedem gleichzeitig beim Vorbeigehen die Hand schütteln, also die virtuelle. Aber andere Menschen, andere Gewohnheiten, das ist großartig. Ja. Das war, also die Begeisterung, also die Schilderung dieser Teilnehmerinnen da, die ist so großartig. Ich hatte zwischendurch überlegt, weil es mich so begeistert hatte, dass ich was davon rausschneide, aber leider habe ich die Zeit nicht mehr gehabt und ich hätte mich auch wahrscheinlich gar nicht auf irgendwie das ein oder andere fokussieren können, weil das einfach so durchgängig so
Die haben sich sozusagen gegenseitig angestachelt. Ach, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und hast du, hier war dieses und da habe ich das und das mit den Feuerlöscher, der ab mit dem abgelaufenen Prüfdatum, das hatte die eine ganz von alleine rausgefunden, ohne dass sie wusste, dass es diese Aufgabe gab. Und so. Großartig, großartig. Das war wirklich schön. Also wer sich nochmal so richtig begeistern lassen möchte davon oder das nachvollziehen möchte, hier, wer hat es denn gerade rausgesucht? Der Sascha hat es in den Chat geworfen. Das ist die Freakshow 256, physisch virtuell. Da wird das nochmal so richtig schön aufgerollt. Also das, die war wirklich Töfte. Ja. Also, aber ansonsten, wie gesagt, ich auch eher Team Lars. Und wir wurden ja gefragt, Lars, ob wir auch den Rundgang machen, den wir ja sonst auf dem physischen Kongress ja durchaus jetzt auch schon in schöner Tradition tun. Aber wir hatten uns ja beide überlegt, das ist schon irgendwie nicht so ganz unsere Spielwiese und haben dann davon Abstand genommen. Ja, dazu kam eben, dass ich ja in der Phase auch noch nicht wirklich wieder fit war. Ja. Ich war ja relativ schnell, relativ angestrengt. Und inzwischen geht es mir besser, aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht wirklich toll. Also wäre ich an dem Moment fit gewesen, hätte ich mich vielleicht auch mehr auf irgendwie Dinge einlassen können. Kann ich nicht sagen, wie es gewesen wäre. Keiner wird es jemals wissen. Ich nicht. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht mit geteiltem Bildschirm und dann so, guck mal hier und guck mal da, ja, hätte vielleicht, aber ich selber war ziemlich überfordert und bin ganz oft, wenn ich da irgendwo rumgelaufen bin, in irgendwelche Bereiche gekommen, wo ich nicht wieder rausgefunden habe, mich so da verlaufen. Das war schon sehr schräg. Aber ich bin von Tag zu Tag mutiger geworden. Das habe ich auch gemerkt. So zweiter Tag oder ersten Tag ging es ja noch nicht so richtig. Zweiter Tag waren wir noch so echt so rumgefremdelt. Und am vierten bin ich dann tatsächlich so in meinem Inkognito-Modus dann schon mal ein bisschen weiter und habe dann auch, aber ich habe zum Beispiel Moin oder Lübeck oder so habe ich nicht gefunden. Wenn es im Jitsi hieß, ja, komm, wir gehen nochmal nach Lübeck. Ich hätte wohl nicht gewusst, wo ich da hingehen musste. Einfach toll, dass das überhaupt andere so selbstverständlich schon angenommen hatten. Also ich brauchte da sehr viel länger, auch um da mit solchen Sachen warm zu werden. Ich hatte eine ziemliche Frustphase zwischendurch, weil ich wollte an eine bestimmte Stelle hin und ich habe das nicht geschafft, da reinzukommen. Der Simon hatte mir dann tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben. Und dann habe ich doch tatsächlich ins Sendezentrum gefunden, also auf der 2D-Welt. Ich bin sauer geworden, weil es nicht geklappt hat. So blöd kann ich doch nicht sein, habe ich mir gedacht. Und mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, da ging es dann tatsächlich. Und das konnte ich mir dann auch merken und dann konnte ich da jederzeit wieder rein. Das war schon gut. Wir haben noch eine kleine Ergänzung. Bis zum vierten Tag, ne? Dann wurde ein Weg wurde dann zur Sackgasse umgebogen sozusagen. Also es hatte sich dann, da ging das auch nicht mehr. Dann musste man irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber zum Glück konnte man ja direkt da hineinspringen, wenn man wusste, wo die URL stand. So, genau. Der Andi hat noch gerade zu dem, wenn man zu viert zusammenstand in der 2D-Welt, das Ding war nicht das Jitsi, sondern das hat dieses Work Adventure selber produziert, dieses Vierer Zusammenkunft. Die Jitsis waren dann die größeren. Ich hoffe, das entwickelt sich weiter und wenn man überlegt, wie kurz dieses Work Adventure jetzt schon gibt oder noch erst gibt, glaube ich, da kommt noch einiges nach, dass das runder wird und so, dass die Sachen, die einem am Anfang noch ein bisschen fremd sind, dass das ein bisschen glatt gebügelt wird und dass sich aber auch die Leute dran gewöhnen, dass das jetzt eben fürs nächste Jahr noch die Methode ist, wie wir zusammenkommen können. Ja, und ich habe gerade gestern oder heute gelesen, in Husum gibt es jetzt eine Kirche oder ein Begegnungshaus der evangelischen Kirche von der Chaserella. Das ist auch in einer 2D-Welt nachgebaut worden. Also man kann da jetzt in die Kirche gehen, so virtuell in die Kirche gehen, kann sich vor die Orgel setzen oder in den Stuhlkreis treten und mit anderen reden und so weiter. Das wurde schon jetzt einfach mal richtig mit einem ganz anderen Kontext und ganz anderen Bezug, also einfach mal weiterentwickelt. Schöne Sache. Ich rätsle gerade, wer das dorthin gebracht hat. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich vermute mal, der Herr Schasen hat da seine Finger mit im Spiel. Oder Sascha? Keine Ahnung. Die Verbindungen sind ja vielfältig.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nur heute eben auf Twitter gesehen und musste ein bisschen schmunzeln. So. Ich wusste, dass es einen Testlauf gegeben hat, nämlich genau letzten Freitag, bevor wir uns da videotechnisch zusammengeschaltet hatten. Da gab es irgendwie so einen Testlauf, aber dass das jetzt schon quasi für die Gemeinde freigegeben ist. Und in der Anleitung steht dann so süß auch dabei, was man tun muss, wenn es mal nicht funktioniert. Dass man dann seinen Avatar nochmal raus und nochmal rein oder einfach nochmal einen anderen Browser nehmen oder so. Also ganz basal, ganz bei den Menschen, ganz bodenständig, großartig. Also wirklich schön. Ja. Das ist so ein Drei-Namen-Haus. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ich kann das ja mal raussuchen und in die Shownotes tun. Die virtuelle Kirche. Ja, gut. Ich glaube, wir haben ein schönes Gespräch gehabt auf der Gartenbank. Können die jetzt so langsam verlassen? Oder möchtest du noch von dir irgendwas erzählen, Thomas? Also die Gelegenheit ist günstig. Weil es geht, glaube ich, werden wir es einfach wieder tun. Und es hat sehr Spaß gemacht, alles. Das freut mich, wenn jemand, der sich so einsetzt wie du, nicht am Ende sagt, boah, da habe ich mir jetzt 4 Tage echt die Kante gegeben, hat alles funktioniert, aber im Leben mache ich das nicht nochmal. Das sind ja manchmal auch so Fazits, die man so ziehen kann. Aber du sagst genau das Gegenteil. Das hat Spaß gemacht, würden wir beim nächsten Mal wieder tun. Ja, jetzt vielleicht pass auf, jetzt gab es ja sehr lange keine Subscribe-Konferenz mehr. Ja. Okay, und der nächste Schritt? Ich könnte mir das machen vorstellen, zumal Tim Pritlove jetzt seine Meinung bezüglich solcher virtuellen Veranstaltungen, glaube ich, doch ziemlich verändert hat. So, ich hoffe, dass da mal so ein kleines Flämmchen angezündet ist, dass das da mal, dass man drüber nachdenkt. Wie könnte es ausschauen? Wie könnten Vorträge dann sein, Workshops? Was braucht man denn im Hintergrund für zentrale Organisation, Rechner, Planung und so, dass das einfach mal eine virtuelle Subscribe gibt. Das wäre sehr schön. Ich glaube, es gibt wieder genügend neues Material für Vorträge und eines geht ja nie aus. Wie erzähle ich eine Geschichte? Ja? Und nie. Ja, und als Meilenstein, als markante für alle Entwickler. Also das ist ja kein Wunder, dass jetzt zum Beispiel auf dieser Veranstaltung der Ralf Stockmann Ultraschall 5 vorgestellt hat. Oder ich weiß auch von Sebastian, dass er ja auch in gewissen Subscribe-Zyklen denkt. Oder Sebastian? Ja, tatsächlich schon länger nicht mehr, dass sie nicht mehr so regelmäßig gibt. Also der Schwerpunkt ist tatsächlich weggefallen. Weil jetzt auch die Entwicklung gerade bei mir ganz anders stattfindet, natürlich auch durch das Zahlungsmodell bin ich jetzt auch wesentlich regelmäßiger und weniger Freizeit mit drin, also mehr berufliche Zeit und dadurch kann ich ja auch einen ganz anderen Fokus drauf setzen. Insofern. Aber in der Vergangenheit war das schon so, dass du wusstest, da ist irgendwie im Mai eine Veranstaltung und bis dahin möchte ich gerne auch irgendwie, was weiß ich, Version 3 eben anbieten können oder so, ne? Und das ist ja auch als Taktgeber, also mir wäre sowas auch sehr willkommen, dass ich einfach weiß, so bis dahin, das hilft ja auch bei der Priorisierung, so was mache ich jetzt zuerst und den ganzen Sachen. Ja, ganz am Anfang hatten wir ja noch so einen recht regelmäßigen Halbjahresrhythmus, das war dann auch schon immer ganz passend, ne? So 6 Monate wusste man, da kommt dann wieder eine Podcaster-Workshop oder Subscribe dann später und ja, dann ging es auf den Jahresrhythmus und jetzt natürlich Covid-bedingt ist es natürlich jetzt gerade ziemlich in den Sternen, wann natürlich eine Vorortveranstaltung gerade nicht dran zu denken ist. Ja. Genau, ja. Wir machen dann einfach ganz viele Telefonkanäle in den Studio-Link auf, dann können alle auch gut mitreden bei den Workshops. Ohne dass sie irgendwie eine große Installation lokal bräuchten oder sowas. Das gucken wir mal, das kriegen wir hin. Wichtig ist, dass das mit dem Applaus irgendwie funktioniert oder mit dem Raunen, wenn dann so ein und Oh entsteht, das muss ja dann der Vortragende auch hören können oder die Vortragende auch hören können, damit es eben auch ein bisschen Atmo gibt. Aber da gibt es auch schon Ideen.
Also ich weiß, kann jetzt nichts Belastbares sagen, aber ich habe Menschen darüber reden hören, wie man das machen könnte. Und das klang nicht so weit weg, als dass das nicht möglich wäre. Also irgendwie geht das. Ich habe mir das bei den Fußballspielen überlegt. Man müsste doch hergehen, wenn jetzt da 10.000 Stream-Fußballbegeisterte zu Hause auf dem Sofa sitzen und ohne Publikum findet das Fußballspiel im Stadion statt. Man müsste das doch irgendwie schaffen. Ne? Wenn da 10.000 Leute Hurra schreien, dann ist ja auch kein Privatheitsproblem mehr da, weil sich das ja alles mischt. Ja? Das wäre also eigentlich nur mal eine Sache, die man ausprobieren müsste, ob man den Fußballspielern, der hat ja große Lautsprecher, ja, man könnte ja denen ja dann ein Zuschauer-Feedback über die Stadionlautsprecher geben und dass die ein bisschen angefeuert werden und Laola-Welle und so machen. Ja. sehr gut. Super. Unser aufmerksamer Hörer, Mitgestalter im Hintergrund, der Sascha, der hat rausgekriegt, wie die Kirche heißt, von der ich nicht wusste, wie sie heißt, nämlich Rödemis. https/// und so weiter und dann Kirche-Rödemis, also rödemis.de. Da kann man sich diese 2D-Welt angucken. Man muss da noch ein bisschen die URL ist länger, aber ich denke, unter dieser Kirche-Rödemis.de kann man schon mal gucken. Da wird man bestimmt weitergeleitet. Super. Ja, ganz herzlichen Dank, Tom, für das, dass du hier auf der Gartenbank so schön erzählt hast und natürlich für deinen Einsatz, für deine Begeisterung. Ich freue mich, dass es dir selber auch ein Gewinn gewesen ist. Hier für die Community war es auf jeden Fall ein Gewinn. Und für mich war es ein Gewinn, dass ich dich einfach so auch mal als Person habe kennenlernen dürfen und deinen Humor, den ich da erleben konnte, und deine Begeisterungsfähigkeit. Da versuche ich mir eine Scheibe von abzuschneiden. Also das ist eine Eigenschaft, die möchte ich gerne auch behalten. Ich merke, dass das nicht einfacher wird, je älter man wird. Also jedenfalls bei mir. Ich weiß, dass ich vor 10 Jahren noch neugieriger war als heute. Ich komme jetzt so langsam in das Alter nach dem Motto, ach ja, hatten wir schon, kennen wir schon, hat schon vor 10 Jahren nicht funktioniert, so. Und das ist nicht gut. Da muss man wahrscheinlich gegenarbeiten. Das ist nicht gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Macht sehr viel Spaß. Wir sind noch nicht fertig, oder? Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein paar Rubriken hier, unter anderem den Kalender und Blütenschätze. Vielleicht kennst du das System. Wir stellen uns immer auch so ein bisschen Sachen vor, die wir gefunden und gesehen haben, und empfehlen so ein bisschen Sachen weiter. Einfach, ja, um das Podcasting so ein bisschen neugierig zu, das Podcastland neugierig zu halten. Ja, insbesondere mich. Das funktioniert nicht immer so gut. Kommen wir von der Gartenbank runter mit Dank und kommen ins Querbeet. Und in unserem Sendeplan ist eine Karte aufgetaucht, von der wir noch vor der Sendung überlegt haben, was ist das eigentlich und wie kommt die da hin? Und so ganz genau wissen wir es alle nicht, aber vielleicht kann der Sebastian doch in ganz kurzen Worten irgendwas dazu sagen, denn es hat mit Studio Link im weitesten Sinne zu tun. Ja, es ist ein bisschen untergegangen. Also ich habe davon auch eigentlich gar nicht gewusst, dass das so passiert, sondern es ist tatsächlich, also wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, geht es im Prinzip um diesen Rundfunkstaatsvertrag und der Sache mit der Rundfunklizenz. Wie ist das denn, wenn man im Internet streamt? Und da gab es ja auch für Podcasterinnen und für das Streaming und Audio-Streaming halt immer so die Tatsache, dass eigentlich man quasi ein bisschen begrenzt ist. Also wenn man nur Audio streamt, ist es sogar noch ein bisschen einfacher gewesen, Gott sei Dank, als das, was die YouTuberInnen da teilweise dann oder Streamerinnen dann bekommen haben, als Unterstellung, sie müssten da dann entsprechend tätig werden. Da waren die Auflagen auch wesentlich höher. Beim Audio ging es eigentlich nur darum, man muss sich eigentlich da einmal anmelden und wenn man mehr als potenziell 500 Personen erreichen kann über den Audio-Only-Stream, über den Radio-Stream oder Internet-Stream vielmehr,
dann musste man das dort bei der jeweiligen, ich glaube, bei der lokalen Landesmedienanstalt anzeigen. Da gab es auch ein fertiges Formular und durch Zufall war das bei, ist die erste Person bei meinem Streaming auch auf dieses Limit gestoßen. Und da hatte ich dann gesagt, ja, ich kann das gern rausnehmen, aber füll das doch einfach mal aus. Und die Person hat dann auch dann, ich glaube, 2 Wochen später das Feedback bekommen, ja, hat sich im Übrigen erledigt und dann hat man es auf Heise auch irgendwie nachlesen können. Also an mir ist das auch tatsächlich vorbeigegangen. Das Limit wurde auf 20.000 erhöht, auch für die entsprechenden Video-Streaming-Geschichten. Und auch, ich glaube, das muss irgendwie im Mittel auf 6 Monate oder so erreicht werden. Also Details können wir dann ja verlinken mit dem entsprechenden Heise-Link. Also das ist jetzt alles weniger stressig und da gibt es jetzt eigentlich auch keine großen Probleme mehr. Sind zwar immer noch so ein paar Ungereimtheiten drin und Unklarheiten drin, aber so im Großen und Ganzen ist das natürlich schon wesentlich entspannter als das mit diesem 500 Limit, der so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also das im Detail ist es halt der neue Medienstaatsvertrag, der quasi den Rundfunkstaatsvertrag abgelöst hat am 7. November letzten Jahres noch. Ja, wahrscheinlich durch die ganze Corona-Krise irgendwie so an allen vorbeigegangen. Ja, das ist mir auch irgendwie untergegangen. Ich habe das dann irgendwann in einem Datenschutz-Podcast gehört, wo jemand sagte, alle, die sich jetzt im Impressum ihrer Webseite noch auf den Rundfunkstaatsvertrag, was das Artikel oder Paragraph 55 oder so beziehen, das ist alles nicht mehr gültig. Jetzt muss man sozusagen andere Paragraphen nennen. Da habe ich noch gedacht, oh, muss ich jetzt auch mal gucken, wie ist das bei uns? Und habe es aber gleich wieder vergessen. Also ich weiß, dass ich da, als ich es gehört habe, gedacht habe, oh, hier, aufmerken, und zuverlässig hat mein Gehirn es wieder zur Seite gelegt. Da hat sich was getan, aber es ist nicht so wirklich prominent passiert. Aber ich finde das witzig, dass das gerade dann hier bei deinen 499 Dingen aufgetaucht ist und dass die Person, die sich darum bemüht hat, diesen Passierschein zu bekommen, dann, nachdem alles mühsam ausgefüllt ist, die Rückmeldung bekommt, ja, vielen Dank für Ihre Mühe, aber das brauchen Sie gar nicht mehr. Das ist auch irgendwie schön absurd. Herrlich. Großartig. Ja, vor allem, es ist auch komplett an mir vorbeigegangen, dass da was am Gären war oder dass da etwas irgendwie angekündigt war. Sonst ist die Presse ja irgendwie schon irgendwie 6 Monate vorher oder so, da passiert was oder das sind die Inhalte und darüber müssten wir mal reden, aber interessant. Ja, ist doch, man merkt, wie selektiv die mediale Aufbereitung dann doch ist. Ne? Also manche Sachen, die hast du ständig vor der Nase und andere ist dann gar nicht so. Es ist schon interessant. Ja, müsste man nochmal nachfragen. Also für alle die da irgendwie mit sowas zu tun haben, genauso wie ich, kleine Aufmerksamkeit, aber morgen habe ich das auch schon wieder vergessen. Das ist sehr gut. Ja, danke schön, dass du dieses dann doch aufgeklärt hast, wie dieses Thema in unsere Planung reingerutscht ist. Ein anderes Thema habe ich selber mitgebracht. Es ist quasi mir, also uns geschenkt worden. Und zwar gibt es von der schon oft genannten Veranstaltung RC3 und dem Sendezentrum dort gibt es einen Reisebericht von Jan, der nennt sich J. Klippel im Sendegate. Und ich glaube, animiert durch das Closing, wo die Blubbel vom Zert, die ja auch das Opening gemacht hat, wo mir schon das Wasser in den Augen stand, weil sie mich so gerührt hat, hat sie das mit dem Closing genauso geschafft, wo dann auch noch so eine schöne Geschichte erzählt hat, vom Volk, was auszog, irgendwie ein, was wollten die? Ich hab's wieder vergessen. Ich wollte mir das immer noch mal angucken, aber es war einfach so großartig, diese Geschichte. Und ich glaube, dass der Jan sich davon hat anstecken lassen und hat seine Erlebnisse im Sendezentrum, speziell auch im Sendegarten dort, in eine solche Geschichte gepackt. Und er hat es überschrieben, das große Feuer im kleinen Sendegarten, Bericht eines RC3-Reisenden, und ist zu finden im Sendegate, auch unter dem Titel das große Feuer im kleinen Sendegarten. Wer noch mal so ein bisschen in der Stimmung schwanken, Quatsch. Wie nennt man das denn? In der Stimmung
dingsen will, schwelgen, so, das ist das Wort, was ich suchte, schwelgen möchte, dem ist dieser Reisebericht ganz, ganz warm empfohlen. Also da hat der Jan wirklich auf eine wunderbare Art und Weise die Stimmung nochmal zusammengefasst. Also das ist ein echter, eine echte kleine Empfehlung und eine kleine Perle, die da entstanden ist. Großartig. Hat das einer von euch gelesen zufällig? Kann meine Begeisterung teilen? Ich habe das überflogen, aber ich müsste... Ja, ist länglich, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, ja. Genau, das ist, ja, aber fand ich auch ganz nett, so eine Zusammenfassung. Ich glaube, ich wollte mir das nochmal etwas näher zu Gemüte führen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Am besten erst das Closing von Blubbel, erst die Geschichte hören und dann diese Geschichte lesen. Das passt gut zusammen, glaube ich. Okay, was auch gut zusammenpasst, ist der Sebastian und Studio Link. Warum auch immer, ich weiß gar nicht warum. Da gibt es eine neue Version, hast du gesagt, weil du sagtest, neues Jahr, neue Version. Ja. Das ist jetzt auch eine Art von Meilenstein. Gut, jedes Jahr eine neue Version. Genau. Ich sehe V20.12.1, da steht kein Beta dahinter. Das macht mich stutzig. Was ist los? Genau. Ja, ist eine stabile Version, mal zur Abwechslung. Ach. Nein. Natürlich. Wir wissen ja, alles ist bei dir stabil. Naja, das Beta ist ja schon lange weggefallen. Wobei, ja. Tatsächlich gibt es in den Änderungsbeschreibungen tatsächlich noch eine Beta, die benutzt der Thomas auch gerade zufälligerweise, nämlich die für den M1 Apple Silicon ARM64. Chip, und... Oh, an der blutigen Kante? Ja, die ist eigentlich auch nur so ein... Es steht auch in Klammern als Beta. Es ist tatsächlich eigentlich nur so, ja, ich habe es jetzt nicht intensiver testen können, weil die Geräte halt relativ neu sind. Ich habe auch nur so ein Entwicklungskit und kein richtiges M1 bisher. Insofern war das mir jetzt noch ein bisschen schwierig zu bewerten, ob es da irgendwelche Probleme geben könnte. Im Prinzip lief das auch schon so auf den Geräten, ohne das dafür nochmal speziell zu kompilieren, und da sogar recht gut und tatsächlich auch teilweise aktuell sogar noch ein bisschen besser mit dem Opus Codec, was an diesen Intel-Optimierungen liegt. Aber im Prinzip ist es jetzt aber auch nativ vorhanden und es wird dann wahrscheinlich demnächst einfach eine Version geben, wo beides drin ist. Also das geht. Man kann also das so bauen, dass es halt eigentlich für den Benutzer oder für die Benutzerin man da jetzt kein spezielles Paket runterladen muss. Das wird dann auch bald sein. Das ist jetzt einfach nur, damit das quasi aus dem, ja, zum Analysieren, wenn irgendwelche Probleme auftreten, ich dann weiß, okay, der hat jetzt wirklich diese ARM64-Version oder diejenige hat das benutzt, und das kann ich das besser zuordnen, weil es sonst immer die Gefahr besteht, so, war das jetzt wirklich ARM64 oder war das halt die Intel-Variante davon noch? Und so konnte ich das am Anfang mal jetzt noch ein bisschen auseinanderhalten besser. Genau, dann noch eine weitere Änderung, die ich eingeführt habe. Also es gab ganz seltene Probleme, aber wenn sie aufgetreten sind, waren sie sehr skurril und sehr nervig. Das mit der Aufnahme, also wenn man auf Record in der Standalone-Variante gedrückt hat, da wurde ja der Ordner geöffnet. Und das hat auf manchen Systemen dazu geführt, wenn dieser Befehl quasi sehr langsam ausgeführt wurde, dass quasi das die Aufnahme verzögern konnte. Und dadurch waren die Spuren natürlich nicht mehr synchron wirklich bei der Aufnahme. Und das hat auch noch so ein paar andere Probleme ausgelöst. Das habe ich rausgenommen und quasi komplett auf einen eigenen Button gelegt. Das heißt, neben den Record-Button gibt es jetzt extra speziell auch einen Button, um diesen Ordner zu öffnen. Und so kann man auch jederzeit, wenn man auch die Aufnahme schon beendet hat, nochmal in diesen Ordner speziell reinspringen, wo die Aufnahme liegt, die man gerade getätigt hat. Genau, das hatte ich dann schon erklärt, die nicht synchronen Spuren dazu, und dann Spursynchronisation in den Plugins. Da habe ich auch nochmal relativ viel Zeit investiert, das Ganze nochmal zu analysieren, weil es gab auf manchen Systemen auch hier wieder so relativ Einzelfälle, aber dann doch genug, dass es halt, dass ich es mir nochmal genauer anschauen wollte. Also wenn man in der Routing-Matrix irgendwas umgeschaltet hat, dann, das hatten wir im Sendegarten zum Beispiel auch, interessanterweise nicht immer und auch nicht auf allen Geräten von mir, dass dann zum Beispiel eine Spur komplett Roboterstimme oder abgehackt wurde und ähnliche Sachen. Das ist so ein Effekt, der auftreten konnte, was einfach damit zusammenhängt, dass diese Spursynchronisation in dem Moment dadurch, dass entweder hat Reaper was geändert oder es ist irgendein anderes
Ding, weil es früher nicht aufgetreten ist. So intensiv, also gerade beim Umschalten der Routing-Matrix nicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt noch mal das Ganze etwas robuster gebaut, hoffe ich. Und damit zumindest konnte ich jetzt keine Probleme mehr nachreproduzieren. Und ja, wenn man da irgendwelche Probleme mit hatte, dann ist die neue Version auch auf jeden Fall die richtige für einen, um das dann zu beseitigen. Ja, das waren sie, also nicht viel, aber schon mal so ein erster Schwung. Und ich denke, da wird dann jetzt noch dann 2021 noch mehr nachkommen. Wow. Wow, wow, wow. Ich freue mich ja zu hören, dass wir im Sendegarten hier wenigstens ein ganz kleines bisschen beitragen können, indem wir dir Fehler verschaffen. Das ist klingt ein bisschen absurd, aber dir hilft das ja anscheinend. Ja, eat your own food, ne? Also das ist schon so das ist schon wichtig, weil, ne, also wenn mich das nervt und ich dann weiß, okay, jetzt ist bald wieder Sendegarten und wenn ich hier im Routing was umstelle, dann kann es einfach sein, dass der Martin weg ist oder wer auch immer. Lustigerweise hat es, glaube ich, immer dich betroffen, weil du immer der Erste warst, der mich anruft. Also das konnte ja, man. Ja, ja, ja. Ich man ahne schon andere Gründe, aber ist auch schon okay. Genau, Weltverschwörung, Verschwörungstheorien. Nee, einfach so nach, wer redet am meisten? Oh, dann schreib mal den mal raus. Damit die anderen auch mal zu Worte kommen. Klar. ja, nee, also das hilft natürlich ungemein und natürlich auf der anderen Seite, ne, ich meine, es gibt Millionen, Milliarden von Systemen, insofern ist natürlich mein Setup auch immer nur eins von vielen und dementsprechend hilft es aber auch natürlich umso mehr natürlich da auch Feedback zu bekommen, wenn woanders was nicht funktioniert, da bin ich dann auch immer sehr froh, aber ja, wenn es Fehler sind, die ich am eigenen Leibe sozusagen dann mitbekomme, dann klar, das hilft dann schon. Wobei, das war dann auch wirklich eine Kategorie, mehrere Wochen Debugging und wirklich sehr schwer dieses, weil das Problem ist halt so ein bisschen, dass in Reaper ist ja im Prinzip für mich eine Blackbox und alles, was dann mit Timing und so weiter zu tun hat. Ich mache diesen etwas ungewöhnlichen Stunt, dass halt über mehrere Spuren ein Plugin miteinander kommuniziert und das Routing nutzt. Das ist eher ungewöhnlich und auch gar nicht dokumentiert, verhält sich auch unter macOS und Windows auch komplett unterschiedlich. Und ja, lustigerweise war ich unter Windows mit dem Timing einfach viel zu schnell. Das geht also auch. Und ja, das Plugin war einfach zu schnell, dass quasi dann die Spuren dadurch halt ein wenig aus dem Tritt geraten konnten und quasi dann schon der nächste Takt angefangen hat und ja, alles ein bisschen schwierig. Ich hatte da auch immer mal einen Screenshot, kann ich vielleicht auch mal twittern. Das war schon ein sehr komplexes Setup, was ich da aufbauen musste, um das irgendwie nachvollziehen zu können. Ja. Was, also ich kann mir das ja nur so abstrakt oder nur ein bisschen vorstellen, aber allein diese, wie du sagst, Blackbox, ich stehe einer Blackbox gegenüber und bekomme nur die Ergebnisse mit und muss versuchen rauszukriegen, wie kann ich das jetzt so manipulieren, dass es stabil läuft. Und das ist ja eine irre Aufgabe. Ja. Da muss ja schon forensisch irgendwie rangehen, so. Ja. Wie so ein Kommissar. Vielleicht erlebe ich es ja noch, dass dass dieser Source Code von Reaper irgendwann mal geöffnet wird und ich dann nachvollziehen kann, okay, was ist da eigentlich damals wirklich passiert, was ich da, das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren, also weil, ja, wenn man von außen nur drauf gucken kann, dann ist das immer, ja, was treiben die eigentlich da, dass das sich so komisch verhält? Und meistens ist es relativ schnell zu erklären, wenn man den Source Code hat, aber wenn man ihn nicht hat, dann muss man halt, ja, reverse engineeren und gucken und halt wirklich, ja, dann ist es halt auch viel Trial and Error, ne? Also, was passiert, wenn ich das ändere? Was ist, wenn das Timing sich jetzt anders verhält? Was ist, wenn das Plugin mal länger braucht? Ne, wie verhält sich das dann? Und dann natürlich auch über mehrere Spuren. Also es ist ja nicht nur, dass ich eine Spur habe, sondern dann auch beliebige. Im Übrigen kann es jetzt auch sein, dass diese Empfehlung, die ich immer bisher geben musste, dass man sagt, okay, legt bitte immer erst alle Spuren an und bitte auch noch keinen anrufen.
theoretisch sollte das dadurch auch jetzt nicht mehr passieren, dass es zu Problemen kommt, wenn man diese Regeln nicht einhält. Aber ja, da will ich jetzt noch nicht sagen, dass das zu 100% passieren kann. Testet das gerne mal, wenn es nicht wichtig ist. Aber wenn es wichtig ist, dann macht es eigentlich wie bisher. Dann sollte es auf jeden Fall nach wie vor sicher der sicherste Weg sein, alle Spuren immer erst anzulegen, bevor man dann wirklich den Podcast startet. Ja. Genau. Better safe than sorry. Then sorry. Genau. Aber wenn ihr es mal ausprobieren wollt, würde mich das Feedback auch interessieren, wenn es irgendwo nicht klappt. Das wäre ganz interessant. Es gibt ja vielleicht auch Runden oder so, wo es jetzt nicht so wichtig ist und dann kann man da vielleicht mal ein bisschen rumspielen. Und na, ich versuche das zwar auch immer zu testen und zu reproduzieren, aber es ist ja dann doch immer noch was anderes, wie gesagt, auf anderen Systemen, die halt vielleicht stärker, schwächer, wo vielleicht noch andere Prozesse laufen, irgendwelche Virenscanner oder was auch immer, was ich halt nicht installiere. Ich meine, ich habe halt immer meine Methode, wie ich meine Systeme pflege und einrichte. Ja. Aber ja, da draußen gibt es ja ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten von Software und das hat dann vielleicht auch Einflüsse, die ich halt erstmal nicht nachvollziehen kann und dann Probleme bereiten können. Ich hätte da ein Beispiel für eine Software, die sich 2 Tage ruhig verhält und dann nicht mehr. Ja, genau. Ja, das sind dann tatsächlich auch die, ja, das ist auch der Grund, also ich hatte dann auch ja gleich gefragt, ob wir das dann, ob das die Virtualisierung war, weil das war auch so meine Vermutung, das ist halt auch immer so ein Problem. Ich kann zum Beispiel zum Testen für Studio Link überhaupt gar keine Virtualisierung nutzen, weil ich einfach schon zu oft das Problem hatte, dass die Virtualisierung selber das Problem war. Und es gibt nichts Schlimmeres, was dir passieren kann, gefühlt so beim Testen, wenn du die ganze Zeit denkst, so, okay, jetzt habe ich da einen Fehler in der Version und ich suche nach diesem Fehler. Und dann stellt sich hinterher raus, nein, es war eigentlich einfach nur die Virtualisierung. Und weil das auch schwer auseinanderzuhalten ist und lässt dann halt immer wieder in Fehlerbilder rennen, die man eigentlich gar nicht hat und die man auch gar nicht selber verantworten kann. Und dann, ja, also Virtualisierung und Audio, Realtime-Audio vor allem, hatte ich in der Vergangenheit leider immer wieder Probleme. Schwierig. Aber vielleicht gibt es da auch schon, also ich kann mir gut Lösungen vorstellen, wo das vielleicht besser funktioniert, aber es ist auch eine Sollbruchstelle, die da irgendwann aufgehen kann und das würde mich nicht wundern, wenn sowas dann halt tatsächlich dann mal passiert, also ja. Okay, mal für mich als Doofen, das Gegenteil zur Virtualisierung ist doch Bare Metal, oder? Ja. Genau, ja. Wow, ich weiß was. Und ich finde das schön, also über dich nachzudenken und dann an Metal zu denken. So. Und auch noch Bear Metal, so super. Also das passt irgendwie auch sehr gut. Kommissar Reimers, genau. Mr. Bear Metal. oder auch liebevoll Pizzableche genannt. Auch ja, ein bisschen leckerer. Als Metallbären. Ja, super. Also Lob und Anerkennung auch für dich und tiefe Bewunderung. Und du siehst, wie ich mich hier verbeuge und verneige. Immer wieder einfach faszinierend zu erleben, was du da an Arbeit reinsteckst in ein System, was ich einfach nur so anmache und benutze und dann funktioniert das halt. Aber ich habe letztens irgendwie einen Podcast gehört, glaube ich, war der von der professionellen von irgendeiner Radiobude, ich weiß nicht, und die hatten ein Scheppern und eine Audioqualität, wo ich gedacht habe, lieber Himmel, warum benutzt ihr nicht Studio Link? Es ist auf dem Markt, es ist da, es kostet ja alles auch nicht die Welt. Ihr könntet in den Standalone-Versionen auch immer noch gar nichts. Also. Das siehst du? Ja, du hast es nochmal verlängert, ne? Deine Corona. Nee, also die Standalone-Version bleiben ja kostenlos. Ach, die bleiben ja auch noch kostenlos, guck mal. Geschichten. Das Einzige, was halt jetzt noch, was ich verlängerte, ist das Livestreaming. Weiß ich noch nicht. Das habe ich jetzt auch Corona-bedingt, weil da auch einige drauf angewiesen sind. Fand ich es jetzt auch ganz, ganz gut, dass ich es jetzt vielleicht noch nicht in die kostenpflichtige Variante mit reinhebe. Aber das ist jetzt angekündigt, dass es irgendwann jetzt in die ab 1-Euro-Variante mit reinwandert, weil es einfach sehr viel Ressourcen kostet und ja klar.
dann auch finanziell gesicherter läuft. Aber ja, und ich mir da auch noch so ein paar Features vorstellen kann, die dann auch vielleicht ja, dann auch wieder mehr Ressourcen kosten. Also insofern, dann wäre es ganz gut, wenn da auch entsprechend ein bisschen die Kosten zumindest gedeckelt sind und vielleicht auch noch ein bisschen was für die Entwicklung hängen bleibt, ja. Das wäre nur, fair, wäre nur richtig. Oh, da fällt mir gerade ein, bei dem letzte Woche beim Drosten-Podcast, da gab es eine sehr hübsche Stelle am Anfang, wo man ihn hörte, wie er Guten Tag sagte und so die ersten Worte, und das hallte und dröhnte auch alles, und die, ich weiß nicht, wer es war, Frau Hennig oder die andere Moderatorin sagte: Herr Drosten, Sie klingen so komisch, können Sie bitte nochmal irgendwas am Mikrofon machen? Gucken Sie doch mal, ob der Stecker richtig drin ist. Und er so: Nö, das ist ja schon richtig, aber ich kann es dann nochmal versuchen. Und dann hört man nur einen Krack und dann sauberer Ton. Also dann hat genau, tatsächlich genau. Das Mikro nicht richtig eingestöpselt, und sie haben es einfach drin gelassen. Weißt du, das ist so, ich hätte sie küssen können dafür. Normalerweise, es gibt ja die Menschen, die mögen solche quasi Outtakes nicht da drin haben. Aber ich fand das großartig so, weil es einfach so schön menschlich war. Fühlte mich sehr, also ich fühlte sehr mit in der Situation. Ja. Kennen wir das nicht alle? Falsches Mikro eingesteckt. Ne? Herr Stockmann, wir sprechen noch niemanden an. Ich habe definitiv das richtige Mikro. Ja, klopf mal drauf oder raschel mal ein Mikro. Genau, immer schön auf die Muschel klopfen, genau. Doch, das ist falsch. Ja. Okay. Aber das muss man auch können, wie der Ralf Stockmann, das falsche Mikro nehmen und trotzdem so einen klasse Klang kriegen. Also das muss man erstmal hinkriegen. Ja, vor allem. Und wir konnten die Katze hören. Also bitte. Genau. Also bitte. Es besser jetzt nicht sein können. Aber gut, wir schweifen ab. Wir kommen dann wieder zurück und in unserer schönen Abfolge zum Blühkalender. Auch im Jahr 2021 gibt es Veranstaltungen. Und welche das sind, die hat der Lars auf der Liste. Ja, genau. Ich habe ein wenig was zusammengestellt. Wie immer, die Quelle ist dafür das Termin-Wiki im Sendegate. Und relativ viel kam dieses Mal auch aus der Liste der Meetups im Sendegate. Da habe ich mich mal durchgeklickt. Und los geht's da mit der Hannover Podcasting Meetup-Gruppe. Die veranstaltet am 18. Januar ein virtuelles Meetup. Das wird ein Stammtisch mit Austausch über Podcasts, Techniken und Neuigkeiten der Szene. Beginn ist um 19 Uhr. Am 4. Februar gibt es dann das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist ein Online-Event. Los geht's um 18.30 Uhr. Auch da soll es Präsentationen und einen offenen Austausch geben. Am 18. Februar ab 19 Uhr gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Weitere Infos gibt es für die Mitglieder der Meetup-Gruppe mit dem gleichen Namen, eben Podcasting Meetup Franken. Noch gibt es keinen genauen Termin, aber im März soll es wieder ein Funheim geben. Bis zum nächsten Sendegarten kann man sich da auf jeden Fall zwischendurch schon mal aktuell halten unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Dann gibt es einen vorläufigen Termin für das nächste Podruhe. Wenn das alles klappt, die Pandemie und alles Mögliche das zulässt, dann soll es am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre dann um 19 Uhr. Im Terminwiki und eben auch in dieser Meetup-Liste, da gibt es Links zu weiteren Infos, zu Adressen, URLs und so weiter. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn also hier mal was genannt werden soll, einfach dort nachtragen, dann ist das mit dabei. Vielen, vielen Dank. Also auch in 2021 geht das Leben weiter. Sehr schön. Ich bin immer gespannt auf das Pott-Ruhr im April, ob das schon was wird. Schauen wir mal. Okay, wir kommen weiter zum Thema der Setzlinge. So, wir kommen zu den Setzlingen. So, und ich habe ehrlich gesagt keine Setzlinge aus eigener Anschauung hier mitgebracht, aber wir haben natürlich ganz, ganz tolle Hörer, und zum Beispiel den Hörer Solover.
Der schreibt sich wie ein Follower, nur mit vorne mit S, Follower. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Er hat uns geschrieben, auf Twitter glaube ich, eine Empfehlung für einen ganz neuen Podcast von zwei Frauen, der sich um Inklusion dreht. Dachte, der wäre mal was für euch. Und ich würde sagen, vom Thema her, Frauen, Inklusion auf jeden Fall. Der nennt sich Wartezimmer Talk. Ist veröffentlicht auf Anchor FM, wo ich erst gedacht habe, naja, closed shop irgendwie, aber es gibt tatsächlich auch einen richtigen RSS-Feed, also insofern passt das schon ganz gut. Beim Wartezimmer-Talk reden Luisa und Laura miteinander und in ihrer Selbstbeschreibung steht, gerade jetzt, wo Podcasts schon wieder drohen, out zu werden, fangen sie einen an. Zwei Frauen mit Behinderung und der ganz normale Wahnsinn des Alltags. Luisa und Laura erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Wie gesagt, ich habe jetzt keine eigene Hörerfahrung, aber ich habe vorhin mal ganz kurz gestöbert. Sie haben einen kleinen, naja, wenn man so will, Trailer oder so. Und den können wir uns mal gemeinsam eben anhören. Hallo und willkommen im Wartezimmer-Talk, der Podcast. Mein Name ist Laura. Mein Name ist Luisa und uns ist aufgefallen, dass es nicht nur ganz schön wenig Podcasts von Frauen gibt, sondern noch weniger von Frauen mit einer sichtbaren Behinderung, die sich dann auch noch offen über ihre Erfahrungen austauschen. Das soll sich jetzt hoffentlich mit diesem Podcast ändern. Doch genauso wie in unserem Leben wird es auch in unserem Podcast nicht nur um das Thema Behinderung gehen. Von der Frage nach der Lieblingseissorte bis hin zu ernsteren Themen wie der persönlichen Diskriminierungserfahrung wird in jeder Folge etwas dabei sein. Allerdings ist auch kein Meister vom Himmel gefallen. Den Hall von der ersten Folge haben wir mittlerweile im Keller eingesperrt und wir arbeiten stetig an einer besseren Tonqualität für euch. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo und willkommen. Oh, das fängt jetzt wieder vorne an. Da hätte jetzt der Techniker, wer ich bin, schneller auf Stopp drücken müssen. Das geht irgendwie in der Schleife. Das ist so ein Ding zum Warmwerden. Aber da hat man die Stimmen schon mal gehört und so ein bisschen die Idee, was dahinter steckt. Es gibt auch schon zwei richtige Folgen. Das, was wir gerade gehört haben, ist vom 2. Januar, also auch gerade mal 12 Tage alt. Das ist also wirklich noch ein richtiger kleiner Setzling. Vielleicht ist das ja ganz spannend, da mal reinzuhören. Dankeschön also an den Hörer Solover. Vielen Dank für diesen Hinweis. Und genau wie der Hörer Solover das gemacht hat, können das bitte gerne auch alle machen. Also wenn irgendjemand irgendwo etwas entdeckt, was vielleicht so mal genannt werden sollte hier unter Setzlinge, was frisch ist, was neu ist, wir nehmen das gerne entgegen. So, und jetzt kommen wir nach den Empfehlungen von fremder Seite, von dritter Seite, sozusagen zu den eigenen Empfehlungen, nämlich zu den Blütenschätzen. Die Dinge, die uns irgendwie über den Weg gelaufen sind, die wir dran hängen geblieben sind, wo wir gedacht haben, oh, das ist aber nett, das könnte man mal empfehlen. Und ich habe mir natürlich gerade schon Unsinn erzählt, wenn ich sage, Blütenschätze kommen immer von uns, das stimmt auch nicht. Es gibt auch Hörer und Hörerinnen Blütenschätze. Und der erste zum Beispiel, der kommt vom Jörn, den wir vor allen Dingen aber auch unter Haifisch kennen, nein, unter Schasen kennen. Der hat uns nämlich geschrieben, die München, 7. Dezember 2020. Die Filmproduktion Gary Glotz bringt mit Hoaxilla einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts als Animationsserie. Heute ist dazu der Trailer erschienen, der auch gleichzeitig das Musikvideo zum Titelsong Hoax, das heißt Streich, ist. In beiden geht es um das kritische, jedoch unterhaltsame Aufräumen mit Verschwörungstheorien. Mit Hoaxilla die Serie wagen wir uns an ein Projekt, das vorher tatsächlich noch niemand gemacht hat, sagt Gary Glotz, Geschäftsführer Markus von Luttitz. Wir verfilmen einen Podcast, Kreativchef Peter Bulo Böhling ergänzt, und zwar nicht irgendeinen, sondern denjenigen, der in diesen verrückten Zeiten so aktuell wie fast kein anderer ist. Wir arbeiten unter dem Motto Legenden beenden. Ja, unter dieser kryptischen Ankündigung heißt, dahinter verbirgt sich, dass der Hoaxilla-Podcast von Alexa und Alexander, dass der nun verfilmt wird in einer Animationsserie. Und man kann das unter hoaxilla.com, Pressemitteilung-hoaxilla-die-serie-2020
nein, -die-Serie nachlesen oder auch gleich auf YouTube angucken. Huaxilla, die Serie. Das hat den Jörn so begeistert, als er das gelesen hat, dass er uns das gleich geschrieben hat und als Blütenschatz vorgeschrieben hat. Seine Worte waren wie unglaublich großartig, Hammer und gleich mein Hörerinnen-Blütenschatz für den Sendegarten. Vielen Dank für den Hinweis und alles Gute für dieses neue Projekt von hier an den skeptischen Podcast aus Hamburg. So, dann sehe ich einen Blütenschatz von Lars auf der Liste. Lars, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich bin noch mal so frei und nehme ein weiteres Mal nicht etwas aus der Podcast-Szene, aber etwas, was mir wirklich sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Das wurde mir von einem Freund zugeworfen, ist allerdings auch durch einige populäre Blogs gelaufen, wie zum Beispiel dem Kraftfuttermischwerk. Und zwar geht es um Talkboxing. Wenn man also so eine Talkbox hat, dann kommt da ein Schlauch raus, den steckt man sich in den Mund und dann formt man eben Worte mit dem Mund, man spricht aber nicht und damit kann man eben Musik machen. Das hat so einen ganz charakteristischen Klang. Und wenn man das eben nicht weiß und auch nicht weiß, wie es funktioniert, kann man sich dieses wunderbare Video angucken von Lorenz Rode, How to Talkbox. Das ist furchtbar Meta, weil er in diesem Lied erklärt, was Talkboxing eigentlich ist, wie es funktioniert und das singt, ja, er singt halt nicht, er talkboxt das. Und das ist ein richtig feiner Ohrwurm, richtig spaßige Musik, das Video ist ganz wunderbar produziert und ich weiß gar nicht, wie oft ich es mir in den letzten Wochen mal angeguckt hatte. Als ich mal ein bisschen down war, habe ich es nochmal wieder angemacht und wie gesagt, Ohrwurm und man lernt was dabei, witzig ist es auch, also das war irgendwie so mein Blütenschatz für dieses Mal. Man steckt sich einen Schlauch in den Mund und formt Worte? Was ist das? Also in diesem Falle, also das erklärt er eben aus, man hat also dieses Gerät, da kommt eben Luft raus und die Luft mit Ton. Es wird also durch einen Synthesizer wird in diese Talkbox reingeklatscht, dann wird das durch den Schlauch in den Mund hineintransportiert. Dort formt man Worte und ja, dann kann man dem eben zuhören, als ob dieser Mensch spricht, obwohl das nicht tut. Wenn das jetzt alles total seltsam klingt, der Lorenz Rode, kann das sehr viel besser erklären als ich. Aber man kennt es zum Beispiel, ich glaube Stevie Wonder hat zum Beispiel damit schon Musik gemacht und so. Das gibt schon eine ganze Weile, nur dieses Video macht mehr Spaß. Okay, das klingt ein bisschen wird, ja, aber dann zumindest deine letzte YouTube- oder Musikempfehlung wurde ja sehr positiv aufgenommen, also habe ich gar keine Bedenken, dass das jetzt auch etwas Großartiges ist, wenn es sich auch zunächst einmal vielleicht ein bisschen seltsam anhört. Also gut, sprechen ja. Sie in einen vom Synthesizer gefüllten Schlauch und es wird Musik daraus. Ja. Also ich habe ja im Moment so ein gewisses Fable für Synthesizer-Kram und fuddele selbst an Dingen herum. Ich habe direkt so einen Haben-Wollen-Impuls gehabt, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Kannst du nicht mit einem hier so einen Waschmaschinenschlauch anfangen oder so? Vielleicht. Naja, vielleicht kann man so etwas ja selber bauen. Ja, genau. Ja, ich habe schon Ideen, aber ich lieber sage ich sie jetzt nicht. Nein. Also keine anstößigen, nur schwachsinnige Ideen, aber super. Okay, das macht mich auf jeden Fall neugierig. Also, wie heißt es? How to Talkbox von Lorenz Rode auf YouTube zu finden. Ich möchte gerne wissen, wie oft das jetzt gerade gesuchmaschiniert wird. Sehr schön. So, dann habe ich auch was steht hier. Was habe ich denn? Ah, ja genau. Darüber sprach ich letztens und dann sagte mir jemand, ja, wenn du das schon so toll findest, dann mach das doch zum Blütenschatz. In der Tat. Und zwar in der RC3, also der Veranstaltung, die dem Chaos Communication Congress 2020 am nächsten kommt, haben sich auch Heralde gefunden. Das sind im Prinzip Ansager, kann man so sagen. Also es ist immer so, dass wenn ein Vortrag anmoderiert oder bevor ein Vortrag beginnt, kommt jemand auf die Bühne und sagt diesen Vortrag an. Man könnte ihn Ansager nennen, man nennt das aber Herald. Also das ist im Prinzip nicht viel anderes. Der Herald, die Heraldin hat allerdings auch die Aufgabe,
den Talk, also den Vortrag die ganze Zeit über zu begleiten, einzuspringen, wenn irgendwas schief gehen sollte und vor allen Dingen aber auch hinterher die Frage- und Antwortrunde zu moderieren. Also es ist schon mehr als ein Ansager, es ist eigentlich mehr so ein Betreuer, Betreuerin für den Menschen, der da spricht. Und das haben die Heralde, die inzwischen so eine mehr oder weniger feste Gruppe sind, haben sich das beim RC3 halt auch überlegt und gesagt, machen das auch. Da ist natürlich, ja, das Prinzip, ne, man sagt halt jemanden an. Ich glaube, die waren teilweise auch dann das simulierte Publikum, also dass der Vortragende zumindest einen hatte, dem er das dann erzählen konnte, haben die Frage- und Antwortrunde auch moderiert. Aber die haben dann noch ein bisschen mehr gemacht. Nämlich, die haben dann angefangen, eine Show draus zu machen. Die haben das Tagesprogramm angekündigt und nicht einfach nur vorgelesen, was jetzt kommt, auch, aber das Ganze garniert mit lustigen Einfällen, mit Interviews, mit kleinen Show-Einlagen, mit Absurditäten gespickt, und es wurde von Tag zu Tag wohl immer ein bisschen ausgefeilter. Ich bin da eigentlich reingestolpert, als ich mir die Closing-Show angeschaut habe, und dann lief das einfach weiter. Und dann kam die letzte Herald-Show und habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich gesehen, die haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht. RC3 The Herald News Show. Da kann man alle Herald News Shows nachverfolgen, wie sich das so entwickelt hat. Und es kann durchaus sein, dass diese Art von Show auch bei weiteren C3-Veranstaltungen irgendwie eine Rolle spielt. Ich fand das einfach so süß gemacht und so liebevoll, chaotisch und verrückt und so ein bisschen, wie der Tom das auch gerade sagte, so, wir können das, wir machen das. Das will ich einfach hier gerne nochmal nennen. Es ist ein YouTube-Kanal, der kann auch noch ein paar Follower brauchen, damit die Leute merken, dass das, was sie da gemacht hat, auch irgendwo gesehen wird. The Herald News Show ist mein Blütenschatz für heute. Dann frage ich mal in die Runde. Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz noch irgendwo gefunden, gesehen? Ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht, aber ich glaube, ich muss passen. Also mir fällt gerade nichts ein. Du hast einfach Mut. Muss passen, klingt zu negativ. Ach so. Nein. Ist alles gut. Und Tom, kennst du unsere Blütenschätze? Hast du vielleicht einen mitgebracht, zufälligerweise? Nee, ich habe es noch gar nicht so verfolgt. Ich kam eher zu dem Fazit, so schwierig unsere Zeit gerade ist eigentlich doch, funktioniert es dann doch, weil so viele positive Sachen dann zwischendurch auch mal wieder kommen. Ich habe eigentlich an Skifahren gedacht, weil ich hier Schnee habe bei mir zu Hause. Ob das sowas wäre, ja. Ja, wenn man das alleine macht, ohne Après-Ski und so, dann ist das doch sicherlich eine gute Abwechslung für Geist und Körper. Ja, ich habe mir vor 2 Jahren Ski, so kurze Langlaufski gekauft, und habe die neulich das erste Mal ausprobiert. Ich kann das gar nicht, ja. Da hat es mich natürlich jedes Mal einmal richtig hingesetzt, ja. Jetzt bin ich noch in der Erholungsphase und hoffe, dass der Schnee noch eine Weile liegt, dass ich es nochmal anschnallen kann und rausgehen kann. Das wäre so vielleicht, das geht viel raus, liebe Leute. Sitzt aber nicht Moment in der Bude. Mal, kurze Langlaufski, das ist doch ein Widerspruch in sich, weil sie heißen doch eigentlich lang. Ja, die heißen dann Cruiser, aber dann. Oha. So. So. Mit Elektromotor? Ja, nee, aber mit Gefälle. Ich habe hier viele Berge, das sind so 100 Meter Höhenunterschied. Und wenn man das noch nicht kann, rauf geht ganz leicht, aber runter schnalle ich sie dann ab. Das ist eigentlich anders gedacht, oder? Naja, nee, bei Langlauf nicht. Ne? Da ist ja, der Weg ist das Ziel auf jeden Fall. Ich glaube, die sind wie schwierig, den Berg runter, die Langlaufski. Ja, ja. Gibt es da nicht diesen ganz wunderbaren Telemark-Stil, wo man da so quasi hinkniet sich? Da habe ich mal so historische Aufnahmen gesehen, das sah ganz toll aus. aber ich glaube, dafür muss man lange Jahre üben. Ich glaube, ich mache dann noch mal keine Experimente im Moment hier. Nicht solche. Nee. Du möchtest jetzt nicht mit einem komplizierten Bruch irgendwie im Krankenhaus sein, ganz sicher nicht. Naja, Podcasten kann man ja im Sitzen und das Bein hochlegen oder so. Ja, das richtig. Aber nee, die beste Krankheit taucht nichts. Auch eingebrochene Haxen taucht nicht. Aber natürlich, bewegen ist gut.
Genau, also das wäre meine Blüte. Leute, geht raus. Das ist nämlich ganz schön, schön da draußen, auch wenn es kalt ist. Raus mit euch. Habt ihr denn schönen Schnee? Ich habe vorhin so Bilder gesehen, das war so ganz nasser Schnee, so ganz pappiger. Und das war seit 4 Tagen. Das war, glaube ich, auch irgendwo. Ach, hier vom Oboman, der hatte was getwittert. Ich glaube, der ist aus München. Oh, also ganz irgendwo da im Süden. Naja, du bist ja auch in Bayern. Ja. Aber du bist nicht ganz so weit unten, oder? Ich bin ein kleines Stück nördlich von Ulm. Und da, wo ich wohne, sind 640 Meter über Normalnull. Da bleibt er noch liegen. Und wir hatten auch keinen Regen jetzt die letzte Nacht. Also das ist schon noch richtiger Schnee, so ja, 15 Zentimeter oder 20. Olla. Dieses weiße Zeug, ja so. Ja, wir haben hier seit 3 Jahren, glaube ich, keinen nennenswerten Schnee mehr gehabt. Das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. So komplett, Winter ganz komplett ohne Schnee ist schon irgendwie, ich meine, gut, so ne, für den Straßenverkehr ist das natürlich ganz schick, aber so fürs Gemüt fehlt mir dann doch ein bisschen weiß da draußen. Ja. Naja. Also jetzt hat es gerade Schnee, das wird es nicht lang dauern, dann schmilzt er weg, dann war es das auch wieder. Es gab schon Winter, da hatten wir wirklich Schwierigkeiten, den Schnee, den man von der Garageneinfahrt wegschaufelt, irgendwo hinzupacken. Ja? Die Berge wurden so hoch, dass du dann in die Strecke gehen musstest, um das noch unterzubringen. Ja. Hallo? Hat jetzt jemand einen Knopf gedrückt? Nee, alles. Ja. Ach so. Ich hab mich versehentlich gemutet beim Artikulieren. Alles klar. So, wir hatten schon Jahre, da war so viel Schnee, da konnten wir den nicht mehr unterbringen und mussten in die Fläche gehen, weil die Berge so hoch geworden sind. Wahnsinn. Vom Schaufeln. Ich gucke in letzter Zeit ganz gerne so Snowplowing oder Snowblowing-Filme auf YouTube, wo dann irgendwelche Schienenfahrzeuge mit vorgeschnalltem Pflug oder auch so Straßenschneepflüge einfach riesige Schneemengen durch die Gegend bewegen. Ich weiß nicht warum, aber für mich hat das eine total beruhigende Wirkung. Und wahrscheinlich, weil mir der Schnee tatsächlich so ein bisschen fehlt. Ja. Sehr, sehr faszinierend, was da eben auch für eine Logistik am Start ist, so an Stellen, wo eben Schnee regelmäßig ist, ne, dass sie das aus der Stadt rausfahren mit LKW und dann irgendwo auf große Haufen draufwerfen oder in Täler füllen, damit dieser Schnee einfach verschwindet, damit das Leben nicht im Schnee untergeht. Total faszinierend. Ja, oder es schneit über Nacht und du kannst am nächsten Morgen die 1,50 Meter, 2 Meter Schnee wirklich nur mit einer Fräse wegfräsen. Ja. Ja. Nichts mehr mit Schneepflug oder so. Nee, dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Es gibt aber den Rotary Snow Plow über den Donnerpass und zwar dampfgetrieben. Also das ist sehr schön. Da haben auch so Nerds haben irgendwie die alte Dampf Schneefräse, wo vorne so ein riesiges Rad sich im Kreis dreht, haben die irgendwie restauriert und machen damit dann die Strecke wieder flott. Also das ist auch faszinierend. Ja, mit so einem Quatsch verbringe ich hier meine Zeit. Aber es beruhigt mich. Okay, apropos Zeit verbringen. Wir haben schöne Zeit verbracht jetzt hier im Sendegarten und deswegen gehen wir auch langsam hier heraus. Danken allen, die dabei gewesen sind, hier im Chat und beim Live-Zuhören und natürlich auch allen, die das hier in der Konserve genießen, so wie Podcast ja eigentlich gedacht ist, bei allen Tätigkeiten, die ihr tut, vielleicht bei einem Spaziergang, vielleicht bei einer kleinen Schneewanderung, vielleicht beim Kurzski-Langlauf-Fahren, was auch immer. Danke, dass ihr uns eure Ohren leiht. Und damit das möglich ist, waren diese wunderbaren Menschen hier mit dabei. Claudia meldet sich gerade, dass das, was sie davon ferngehalten hat, jetzt wohl vorbei sei. Aber Claudia, es tut mir leid, wir sind jetzt am Ende. Wir packen jetzt unser Ranzen ein und machen das Feuer im Garten aus. Und dann gehen wir in die Nacht. Aber ich danke vor allen Dingen erst einmal noch allen, die hier dabei gewesen sind und ich fange mal an bei dem Lars. Ganz herzlichen Dank, Lars. Ja, immer wieder gerne. Schönen Abend auch. Und der uns mit der Technik hier immer wieder
so schön unterstützt und dem wir aber auch ein bisschen Spielwiese liefern können, dem sei auch ganz, ganz herzlich gedankt. Dankeschön, Sebastian. Ja, danke euch auch. Und Sendegarten ist immer toll, wenn wir tolle Gäste haben, und wir hatten heute wieder einen ganz tollen Gast, nämlich den Tom. Und dir sei vor allen Dingen gedankt für deinen Einsatz, den du da gezeigt hast. Wie gesagt, das Motto, was Georg da von Auf Honig hat, ich mache alle Podcasts, gilt für dich, für den RC3 auf jeden Fall auch. Ohne dich hätte kein Podcast da spielen können. Und dafür seid ihr auch nochmal ganz, ganz herzlich gedankt. Aber auch für das, was du hier alles heute erzählt hast. Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und vielleicht gibt es von mir dann demnächst auch mal einen Broadcast. Das sind ja erst ein paar Jahre, wo ich das vorhabe. Aber mal gucken, ja. Vielleicht klappt es dieses Jahr. Mit Sauerteig? Ja, genau. Broadcast, ich glaube, mit Sauerteig. Sebastian würde sofort zuhören, wenn ich das noch in richtigen Erinnerung habe. Ja, ist das mit dem Brotbacken? Da wird jetzt eine Erwartungshaltung aufgebaut. Ich danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, gut, dann sei es das für heute. Nochmal gedankt fürs Zuhören und kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen. Ja, tschüss zusammen. Okay. Tschüss. Tschüss.